Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde Hunter und zwar in einer merkwürdigen Mixturversion aus dem Gejagte Jäger Regelwerk und der neuen V5. Heute mit dabei, wie immer, unsere huntigsten Theologen, die ganz Deutschland bereithält für euch, nämlich, Moment, jetzt bin ich immer mit dem falschen Reiter da, der Jova0204 als Dane Anderson. Guten Abend! Mit extra Requisiten heute. Requisite! Ja. Andere Leute verkleiden sich und du bringst ein Feuerzeug mit. Perfekt. Ja, dann haben wir den Pölle, der spielt uns Jethro Thomas. Tag und hallo, nicht in geschlossenen Räumen. Ja, und The Impossible Girl spielt Clara Stewart. Hallo, bei in geschlossenen Räumen dachte ich gerade eher an Menschen. Was macht Feuer? Menschen. Und last but not least, der beste Sänger dieser Runde hier, Dreihänder als Cyrus Navid. Amen, heute mal nicht als Elsa aus Frozen, sondern als Cyrus. Ja, wenn ihr den Witz nicht verstanden habt, müsst ihr dringend auf Dreihänders YouTube-Kanal gehen. Gut, und wir spielen in der World of Darkness, deswegen kurz vorweg. Wenn ihr da draußen denkt, ich guck jetzt hier ein komisches Hörspiel oder so, denkt dran, dass wir spielen in der World of Darkness und die ist per se vom Setting her eine sehr düstere Welt, wie der Name schon sagt. Das heißt, es kann auch sein, dass Themen angespielt werden, die vielleicht den einen oder anderen nicht gefallen oder die dem einen oder anderen triggern. Und falls das der Fall sein sollte, falls ihr irgendwas hier seht oder hört, was euch triggert, bitte abschalten und guckt was anderes. Geht selbstverantwortlich mit euch um. Wir wollen nicht schuld sein, wenn ihr irgendwie hier irgendwas gereizt werdet oder sonst irgendwie in Tränen ausbrecht oder sonst irgendwelche komischen Zustände habt. Also bitte denkt dran, ihr kennt euch selber am besten. So. Und wir nehmen das auch keinem krumm, wenn er abschaltet. So. Das zweite ist, wir spielen hier ein Rollenspiel. Das bedeutet, Wir spielen alle Rollen, das heißt, die Personen, die hier anwesend sind, sind nicht identisch mit den Spielfiguren und deren Ansichten und Handlungsweisen sind sehr weit teilweise auseinander. Manchmal auch nicht so, aber ja, bitte trennt das. Der Dreihänder ist nicht irgendwie mal drogenabhängig gewesen, denke ich. Und Pölle ist das Gegenteil von einem Hacker, das kann ich, glaube ich, sagen. Und wir spielen hier Rollen, genauso wie Schauspieler das in Filmen auch machen. Und seid euch dessen bewusst. Und das nächste ist, ich habe gerade schon gelesen, hier gibt es einige Hunter-Fans, wo Leute sagen, irgendwie Hunter ist mein allerliebstes Lieblingssystem und so. Und da muss ich leider sagen, also was heißt leider, sei dir bewusst, das ist hier unser eigenes Regel und sonst irgendwie Mix-Max. Also falls dir irgendwas aufhängt und du denkst, das geht aber anders, dann sei dir gewahr, dass das hier unsere Version von dem Spiel ist. Und die kann extrem abweichen von allem, was ihr in irgendwelchen Büchern gelesen habt. Genau, so viel zu den Disclaimern vorne vor. Und was ich auch noch sagen muss, ist, dass wir im Jahre 2019 spielen. Und zwar an, jetzt muss ich gerade, ihr seid ja jetzt genau gleich mit den Vampiren. Wir sind jetzt, glaube ich, in Time am 21.01.2019. Und beim letzten Mal haben die Hunter ein bisschen die Recherchen begonnen, haben versucht in der Stadt ohne Namen, das ist die Stadt, in der sie sich befinden, die Stadt hat merkwürdigerweise keinen Namen und es scheint irgendwie niemanden zu interessieren. Sie
haben den Auftrag bekommen, Vampire zu jagen in dieser Stadt. Die sollen dort existieren und sie haben beim letzten Mal auch ein bisschen Kontakt gekriegt mit Vampiren. Und zumindest hat irgendein Wesen in eurem Wohnungsblock irgendwie versucht herumzuschnüffeln oder Jethro anzugreifen oder sonst irgendwie. Es hat nicht wirklich viel getan. Es wurde von euch relativ schnell verscheucht. Aber ja, irgendwas ist da immer noch, was die anhaltenden Kopfschmerzen unserer wahren gläubigen Clara wohl andeuten. Irgendwas ist immer noch vor Ort. Und ja, dann habt ihr euch irgendwie ein bisschen außerhalb von eurem Wohngebäude damit befasst, mal den Hinweisen nachzugehen, die Jethro euch so gegeben hat und die ihr in der Folge davor gesammelt hattet und habt eine Wohnung durchsucht von einem möglichen Vampir. Und Cyrus hat seine übermenschlichen Kräfte angewandt auf die Couch und auf mehrere andere Sachen in diesem Gebäude und hat sich ein bisschen einen Überblick verschafft, was denn hier für komische Wesen wohnen und war überrascht davon, dass er viele Katzenbilder gesehen hat. Und ja, ihr habt die Wohnung verwüstet, dadurch ein Zeichen hinterlassen, ihr habt die Wohnungstür ja aufgeschossen, alles kaputtgeschlagen und weggeräumt und Katzenfutter auf den Fernseher geschmiert. Und was das Allerschlimmste, glaube ich, war, dem armen Menschen, der hier gewohnt ist, sein allerletztes Hemd aus dem Schrank geklaut. Ja. Wir sind sehr sicher, dass da kein Mensch gewohnt hat. Wo sind sie, die Hunter? Was sagtest du? Wir sind uns ja sicher, dass da kein Mensch gewohnt hat. Ja. Das war alles im Dienste von Mutter. Ja. Genau. Trockenfutter wurde nicht geschmiert. Ja. Trockenfutter kann man schmieren, wenn man lange. Egal, das wird zu weit. Und ja, genau, das ist beim letzten Mal grob passiert. Wenn ihr genau wissen wollt, was passiert ist, dann könnt ihr das auf YouTube nachschauen, aber hier auf Twitch, glaube ich, auch inzwischen. Und ja, wir starten heute wieder in die Szenerie hinein. Ihr hattet euch ja beim letzten Mal noch ein bisschen, habt Jethro Bericht erstattet, was ihr so gefunden hattet. Nämlich eigentlich ja nicht viel. Ihr habt eine Sammlung Visitenkarten gefunden und mehrere merkwürdige Eindrücke, wo Cyrus ein paar Gesichter erkannt hat. Und die sich auch ganz gut gemerkt hat und beschreiben konnte und versucht hat, sie zu malen, glaube ich auch, ne? Mich nicht falsch erinnere. Ja, und bei einem habe ich mir ein Tattoo gemerkt und da haben wir rausgefunden, dass das einer von den Brewer war, also definitiv genau. Einer, der einen Vampir plant. Genau, dann hat er ein Zeichen tätowiert und ihr habt das als Brewer-Clan-Symbol identifizieren können. Genau, währenddessen hat Dale ja die ganze Zeit auf Jethro aufgepasst, aber dem ist Gott sei Dank nichts mehr passiert. Und ich finde, wir starten einfach am nächsten Abend, den Abend des 21.01.2019 und Jethro musste ja ausschlafen, weil er irgendwie ja nachts aber die ganze Nacht durchgemacht hatte, um Informationen für euch zu beschaffen und seid ihr ja unterwegs und jetzt ist es halt wieder abends und ich glaube, wir hatten mit der Szene geschlossen, dass sich draußen mit dem Sonnenuntergang wieder etwas aus dem Boden erhebt, was ihr allerdings ja nicht mitbekommen habt. Hat Jethro denn irgendwas vor, wenn er wieder aufwacht? So quasi am nächsten Abend. Genau. Theoretisch wäre mein erster Impuls Umzug. So viele Möglichkeiten gibt es jetzt in der Stadt ohne Namen auch nicht, die man sofort irgendwie sich jetzt hier aus dem Ärmel schütteln könnte an Wohnungen. Könntet natürlich wieder zurück ins Motel ziehen, wo Clara und Dale ja schon mal untergebracht waren. Motel ist echt scheiße mit diesen blöden. Nee, das ist mir ja noch unsicherer im Motel. Das mache ich nicht. Ja, dann bleiben wir hier. Aber wie hat dieses komische, dieser komische Typ oder Frau oder was auch immer das war, wie hat das denn die Schlösser eigentlich aufmachen können? Ich meine. Beschreib die Schlösser doch nochmal. Naja, also
Das sind Schlösser, die im Prinzip, also ich habe ja die Tür, auf der, also sowieso schon verstärkt, ne? Das heißt, ich habe das Scharnier deutlich verstärkt. Das ist so mit Stahl und extra, ne? Und auf der anderen Seite, also dann befindet sich so ein Striemen dann halt nochmal drin, damit man nicht einfach eintreten kann, auch kein Loch eintreten kann, weil wir wissen ja, wie amerikanische Türen gebaut sind. Rigips, Rigips, Rigips. Und dann auf der anderen Seite habe ich so diese typischen von innen Türschlösser, ja? Also diese Dinger, die man so die hier, die der Tischler einbauen muss, ja? Die habe ich da reingebohrt, 5 Stück. Und die kann, da habe auch nur ich Schlüssel zu. Also und die sind wirklich echt zack. Und eigentlich dürfte da keiner rankommen. Deswegen habe ich jetzt gerade so ein bisschen Oberschiss. Wie wir als professionelle Einbrecher, die wir alle sind, wissen, da wo ein Schloss ist, gibt es auch jemanden, der es knacken kann. Wahrscheinlich ist er einfach ziemlich gut. Naja, ja, vielleicht. Alter. Naja, auf jeden Fall habe ich bei der Sicherheitsfirma meines Vertrauens auch nochmal eine Eilbestellung aufgegeben für mehr Videokameras und so. Also ich werde jetzt wirklich den ganzen Außenbereich komplett überwachen. Ich habe extra auch nochmal extra in die Bestellung, extra bei der Bestellung dazu angegeben, wenn sie heute noch liefern, kriegen sie den doppelten Preis bezahlt. Okay, ja. Mhm. Damit ich hier nochmal ein bisschen, also, nee, sorry, hallo, die sind gerade, nein, also, wenn jemand in mein Domizil kommt, nee, das geht gar nicht. Selbstschussanlage möchte ich nicht installieren, ich glaube, das ist illegal. Texas. Also nicht, dass der ganz andere Scheiß, den ich hier mache, legal wäre, aber. Ja. Was machen denn die anderen, während Jethro da die ganze Zeit irgendwie total paranoid überall in jede Ecke eine Kamera einbringt? Die natürlich für den doppelt- und dreifachen Preis sehr schnell geliefert wird, klar. Ja, Flucht nach vorne, wollen wir zum Trailerpark fahren? Oder wollen wir da morgen früh hin? Das ist eine gute Frage. Wie wahrscheinlich halten wir das, dass da noch die Frau ist, dieses Monster, die wir auf dem Video da gesehen haben? Also wie alt ist das Video? Da war da ein Datumstempel drauf? Nee, ein Datum hattet ihr da nicht drauf. Aber Jethro hatte, glaube ich, eine Angabe. Was war das vor ein paar Monaten, hat er das aufgenommen. Ja, also keine unmittelbare Gefahr. Mindestens ein Jahr, ja. Ja. Gibt es etwas, was dafür spricht aus unserer Perspektive? Ich schaue in die Runde. Warum wir nachts aufbrechen, wenn die auch unterwegs sind? Ist das was, wo wir die aktiver treffen können oder versuchen wir erst rauszufinden? Ich meine, im Grunde wissen wir, dass dieser Trailerpark irgendeine Verbindung mit Vampiren hat und wir wissen auch, wie mehrere von denen jetzt aussehen. Also ob wir die jetzt nachts oder tags finden. Denn das, was ihr wisst... Egal oder was? Na, ich glaube, tagsüber werden die sich besser verstecken als nachts. Nachts haben wir eine höhere Chance, sie wirklich zu finden. Ist so meine Vermutung. Genau. Also meine Vermutung ist eher, tagsüber ist die Gegenwehr nicht so groß. Das ist zweifelsohne der Fall, aber deswegen werden sie wahrscheinlich kaum findbar sein, oder? Das könnte... Also im Trailer werden wir höchstens wahrscheinlich so viel finden, wie wir schon in der Wohnung gefunden haben. Mit Pech nicht mal Katzen. Ich guck mal, was Jethro macht. Ich könnte mir nämlich auch gut Riegel von innen an den Türen vorstellen. Ich möchte dafür werben. Schlösser sind das eine, aber Riegel kann man nur von innen öffnen. Und der Durchbruch zwischen den beiden Wohnungen ist vielleicht auch nicht so doof. Jethro, guck mal begeistert. Danke, reicht. Naja, die Frage ist, also wie versuchst du das? Also ich bin in meiner Wohnung und
wenn du klopfst. Du bist, okay, du machst also allein. Ich dachte, wir sehen, wie du hier Kameras rummachst und so. Ja, ich hatte ja gerade beschrieben, dass der immer hin und wieder halt am Außengelände irgendwie dran, oben am Dach eine anschraubt und Ich brülle dir also aus dem Fenster mal runter. Und so schön laut, dass es die Oma unten hört, ne? Wir könnten doch auch die Spedition von dem, also von der Visitenkarte aus der Wohnung beauftragen mit einem Umzug. Ja. Oder irgendwas anderes. Das alte, gammelige Auto, könnten wir sagen, muss nach irgendwo hin. Mein Auto! Wir reden über mein Auto! Und dann kämen wir an ihn ran. Das ist noch gut. Das ist noch gut, das Auto. Das hat seine besten Jahre noch vor sich. Nein. Na, also wir hätten das Pub, das ist eh nur abends offen. Da gab es eine Visitenkarte zu oder ein Bierdeckel. Wir hätten in der Tat diesen Prunava für Im- und Export. Und wir haben den Trailerpark. Im Trailerpark muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das Monate her ist, vermute ich höchstens, dass wir nur irgendwelche Spuren finden können, ähnlich wie in der Wohnung. Im Pub kann man sich besser umhören. Bei Im- und Export wissen wir halt gar nicht, was es damit auf sich hat, außer dass da eine Visitenkarte lag. Oder das Taxiunternehmen. Wir könnten richtig, das gab es auch. Und das Taxiunternehmen ist sogar mit den Schichtplänen von dem einen von denen, ja. Und nach unserem Lieblingstaxifahrer fragen. Das ist zum Beispiel eine ganz simple Möglichkeit. Sollen wir den dann hierher schicken? Ruft euch ein Taxi hier. Ja, aber erst wollte Clara mich ja noch beim Videokamera anschrauben, anbrüllen. Beraten, sagen wir. Ja, aus dem Fenster. Weiter links hier, oder was? Clara, was willst du? Ich bin gerade beschäftigt. Ja, mit den Schlössern, hattest du ja gesagt. Bist du sicher, dass Schlösser überhaupt reichen? Wenn die von außen geöffnet werden können, bei allem, was hier sicher ist, aber sollen wir nicht irgendwie noch Riegel oder so an den Türen anbringen, sodass wir die von innen auch zumachen können? Massive Stahlbolzen, vollkommen richtig. Sehr gut. Bitte an beiden Türen. An eurer auch? Ja, warum denn nicht? Ich schlaf da. Endlich fangt ihr an, richtig nachzudenken. Finde ich gut. Sehr gut. Man kann nicht genug Schlösser und Riegel an der Tür haben. Ja. So ist das. Da rennst du, haha, offene Türen ein. Nein, hoffentlich nicht. Ja. Aber auch, dass wir um hier zueinander zu kommen, hier über diesen Flur müssen, finde ich auch nicht so ideal. Doch, finde ich gut. Ja. Aber wir sind ja auch irgendwie deine Freunde oder Kollegen oder zumindest die, die alle Interesse am Überleben haben. Für alle. Nur mal so. Genau wegen letzterem Punkt finde ich das eigentlich ganz gut, dass ich meine Wohnung habe. Gut, also dir geht es um dein Überleben. Naja, also ich baue euch auch gerne. Also ich teile meine Regeln mit euch. Einen Spoko-Riegel für dich, einen für mich. Ich habe genug bestellt. Also ich habe hier, Moment, ich guck mal kurz nochmal in den Karton. Ich glaube, ich habe so 10 Stück bestellt oder so. 10 massive Stahlriegel, um Türen abzusichern. Also ich habe hier 10 Stück, da würde ich euch 5 von abgeben, definitiv. Ja, sehr nett, dann mach das mal. Ich bin ja, fürchte auch, ne, die war ja dann Konka. Ich würde das nicht so machen, aber es sind deine Schlösser. Wie würdest du es denn machen? Ich würde hier einen Durchbruch in die Wand machen und eine Verbindung zwischen den beiden Wohnungen schaffen, damit wir hin und her gehen können. Meinetwegen auch mit Riegeln auf deiner Seite. Ja, aber das ist doch das Gegenteil von zumachen. Ich schnapp mir mal den Rucksack. Können wir dann los? Genau. Ich wäre soweit, aber wohin jetzt genau? Gehen wir jetzt erst zum Taxiunternehmen? Gehen wir da hin oder holen wir uns ein Taxi und lassen uns hinfahren woanders hin? Genau, wir lassen uns mit dem Taxi zur Bar fahren. Aber von zwei Ecken weiter.
2 Blöcke. Okay. Fragen wir nach dem Taxifahrer speziell? Nach Bruce Warren? Ja, wenn schon, denn schon. Okay. Ja, dann wer ruft von euch an? Nicht so viele. Mene, mene, miss. Ich glaube, wir hatten uns mal darauf geeinigt, dass Clara die Redende ist. Ja, aufgrund von leicht anderen Umständen, wo sich andere verraten oder immer nur Feuerchen legen wollen, war das via Ausschlussverfahren, ja. Okay. Dann rufe ich ein Taxi. Ja, das Taxiunternehmen meldet sich. Was können wir für Sie tun? Guten Tag, Martha Stewart, mein Name. Ich hätte gerne ein Taxi in einer Stunde. Ist das möglich? Wohin soll es denn gehen und wo sind Sie denn überhaupt? Ja, gute Frage. Dazu bräuchte ich jetzt einen Stadtplan. Sagen wir an dem Park. Ich würde gerne von dem Park zu einer Bar. Aber wichtiger noch als wohin ist mein Lieblingstaxifahrer Bruce. Ist der dann verfügbar? Der weiß auch immer, wohin ich will. Bruce? So, Nachname? So hat er sich zumindest vorgestellt. Arbeitet bei Ihnen Bruce? Mehrere Bruces. Mehrere Bruces. Mensch, ich glaube, der Nachname fing mit W an. Mit W? Ja. Moment. Die kennen doch sicher ihre Bruces. Warren. Ja, ich glaube, das war's. Der ist, schon ein paar Wochen nicht mehr in den Schichtplänen. Gekündigt hat er auch nicht, aber ist, glaube ich, gerade so ein bisschen auf Urlaub. Ach Mensch. Ach, den hätte ich gerne gehabt. Ja, tut mir leid. Aber wir schicken ihn in einen anderen Wagen. Ja. Einen Moment mal kurz. Ich mache das Telefon auf stumm und frage die anderen. So, und jetzt? Taxi ja, nein? Du heißt gar nicht Martha Stewart. Wie soll der uns denn finden, wenn du einen falschen Namen angegeben hast? Okay, jetzt kriegt er von mir so einen im Hinterkopf. Wir verabreden uns an der anderen Ecke, du Honk. Natürlich geht das. Und ich finde schon, wir fahren Taxi zum Pub. Weil wer von uns will denn in den Pub und dahin Auto fahren? Das ist doch Kacke. Don't drink and drive. Okay. Ach, hübsch bei den Regeln. Ja. Wie hieß jetzt dieses Pub, wo wir hinwollen? Coney's Pub. Coney's, alles klar. Also Taxi. Oder Carney's hieß es, mein Fehler. Carney's. Ist dieses Pub auch nicht direkt am Park? Ist das völlig bescheuert, wenn ich jetzt hier ein Taxi vom Park zum dahin bestelle? Nee, Moment, ich muss selber nochmal gucken. Ja, das ist das Ding. Ich habe jetzt Skype nicht an. Ich kann das gar nicht sehen. Die Adresse am Park wäre auch Austin Ecke 3rd. Danke. Ja, ich habe das jetzt gerade für mich gerade auch nicht offen. Aber das kann ich ganz schnell ändern. Ratata, das Internet ist langsam heute. So, da ist es. Das Pub. Carney's Pub ist East Firebush Street, Ecke Marple Street. Kann man die hier auch nochmal in Stings machen? Okay, so, ich gehe wieder ans Telefon. Ich hätte tatsächlich gerne das Taxi, und zwar wäre es mir aber trotzdem wichtig, dass es ein Bruce fährt. Ja. Dann schicken wir Ihnen den Bruce Miller. Danke. Und zwar warte ich an der Südostecke von dem Park.
Und ich würde gerne zu Cornys Pub. Carny! Carny! Carnys Pub. Ja, genau. Kennen Sie ja sicher. Und Bruce kennt das sicher auch. Aber sicher. Danke. Tschüssi. Ja, also für die Zuschauer, die Nummer 15 auf dieser Karte, die ihr da gerade seht, ist das Pub. Und wir befinden uns also an der Ecke des Parks, wollen Sie sich ja treffen. Also das ist durchaus eine Taxifahrt wert, ja. Ja. Und es kommt ein Taxi und wer fährt mit? Sollen wir wieder machen, dass einer bei Jethro bleibt oder sollen wir diesmal zu dritt losfahren? Weil Jethro wird wahrscheinlich hier bleiben wollen. Ich denke, diesmal können wir zu dritt los, oder? Ja, fahrt ihr mal. Ich mache ja hier mehr Sicherheit und ich werde wahrscheinlich den Rest des Abends sowieso mit meiner Shotgun in der linken Hand vorm Computer sitzen. Ja, vor allem wirst du keine Gesellschaft wollen, so wie ich das hier einschätze. Vielleicht spielst du eine Runde Counter-Strike. Dann nehmen wir drei formschöne, mittlerweile sehr gut gefüllte Rucksäcke mit und mein Klackerlicht. Ja. Und dann geht's los. Ich vertraue diesen komischen Maglite-Dingern nicht. Das ist, nee. Ey, das Ding ist super. Das ist nicht nur Taschenlampe, es ist auch Knüppel. Ja, wenn ich mal ein Vampir prügeln möchte mit einer stumpfen Hiebwaffe, werde ich das benutzen. Ich werde an dich denken, wenn ich das nutze. Besser als gar nichts zu haben. Ja, dann fahrt ihr los. Spielt Jethro wirklich Computerspiele, während er da wartet? Oder was macht er? Nein. Also, wenn er sein... Also, wo wir gerade bei Counter-Strike sind, ja, mhm. Ich werde definitiv meine Suche nach Ronan O'Connor verstärken. Ja. Und ich vermute, dass ich über Counter-Strike vielleicht sogar fündig werden könnte. Woher weißt du das denn? Dieses Meta-Wissen hier. Also einen Ronan O'Connor findest du irgendwo oder von einer Counter-Strike-Lobby nirgendwo, ja. Nee, klar. Genau. Also nein, Counter-Strike spiele ich nicht. Schade. Du könntest dich in den Live-Feed der Bar reinhacken, wenn das möglich ist für dich, wo wir gleich hingehen. Möglich? Ja, ich probiere das. Außerdem könnte ich ja tatsächlich noch ein bisschen, könnte ich ja nach unserer gestrigen Feststellung, dass die Wohnung unbewohnt war, könnte ich ja vielleicht auch so nebenbei in einem kleinen Fenster trotzdem nochmal irgendwie so eine Straßenkamera oder so von der Nähe der Wohnung. Ja, wenn du die Straßenkamera anmachst, dann siehst du einen großen Umzugslastwagen, der da ist und nebenan, also nicht in der Wohnung, die du weißt, wo ihr gestern also drin wart, wo deine Gefährten gestern drin waren, sondern daneben in der Nachbarwohnung zieht gerade jemand ein. Okay. Eine junge Frau. Zieht alleine ein, also bitte? Eine junge Frau zieht da ein. Also die hat den Lastwagen, hat die den selber gefahren oder hat die ein Unternehmen oder was? Ja, die hat den selber gefahren, tatsächlich. Und schleppt jetzt auch alleine die Möbel da in die Bude? Ja, hat sie Leute, die das machen. Allerdings verziehen die sich relativ schnell und es bleiben ein paar Kisten übrig, die im Lastwagen sind. Und sie beginnt aber erstmal, schließt den ab und beginnt dann damit, erstmal in der Bude Sachen irgendwie aufzubauen oder so. Soweit du das irgendwie erkennen kannst. Ich kann ja im Prinzip nochmal versuchen, auf noch eine andere Kamera zuzugreifen, mit der ich vielleicht besser in die Wohnung gucken kann. Ja, so, deswegen schrieb ich ja gerade, dass du schon irgendwie halbwegs mitbekommen kannst, dass sie da Sachen aufbaut. Okay, also ich würde da gern so die Nachbarschaft so ein bisschen im Blick behalten, so immer nebenbei, ne? Also habe ich da so ein Feed. Und dann hacke ich mich auch mal so in die Überwachung von Carnys Pub, wenn das geht. Ja, also Carnys Pub selber hat keinen Live-Feed. Aber es gibt halt eine Homepage von Carnys Pub.
Aber so richtig, dass da irgendwie irgendwo eine Webcam hängt oder so, das scheint es da nicht zu geben. Vielleicht rufe ich da mal an und schlag denen was vor. Es gibt draußen an der Straße, soll es eine Straßenkamera geben, aber die funktioniert aus irgendwelchen Gründen nicht. Ja, die haben wahrscheinlich die Vampire kaputt gemacht, damit die da ein- und ausgehen können. Vermutlich. Die sind gewitzt. Naja. genau. Ja, also ich habe ja über diesen Ronan O'Connor schon einiges rausgefunden. Genau, die Infos hattest du ja alle gekriegt, was man da finden kann. Ja, was finde ich denn über diesen Bruce Warren? Wenn du den näher checkst, kannst du ja mal Investigation und Intelligence machen. Das sind nur zwei Erfolge. Möchtest du Willpower ausgeben? Dann könntest du zwei neu würfeln. Ein Erfolg mehr. Ja, mit drei Erfolgen stellen wir doch einfach mal drei Fragen zu dem. Dann gucken wir mal. Ja gut, dass er Taxifahrer ist, weiß ich. Ich würde, also das erste Bild habe ich ja auch. Ich weiß ja, ne, hab den ja gesehen. Nachher weiß ich, wie alt der ist. Obwohl, nee, das interessiert mich jetzt doch tatsächlich. Wir haben es ja mit angeblich mit Vampiren zu tun. Wie alt ist der? Da muss ich jetzt selber nachgucken. Der Kakko ist doch im Chat, dann kann er das mal schnell reinschreiben. Das ist bestimmt schneller als ich. Wenn, also ich weiß es gerade nicht auswendig, wie alt der ist. So, so, der Bruce spioniert mich also aus, während ich ihn ausspioniere. Das ist witzig. 24, sagt er. 24, 25. Okay, und das sehe ich wahrscheinlich dann auch so, ne? Also, dass der 24, und so würde ich ihn auch einschätzen, das ist jetzt merkwürdig und spricht nicht für Vampir. Naja, gut. Dann hätte ich, glaube ich, gerne mal, ich hätte gerne eine Kontoverbindung. Ja, ich denke, die wirst du auf jeden Fall auch finden, ja. Das freut mich und wird erstmal abgespeichert for further reference. Ich hätte gerne, ich wüsste gerne, wo er herkommt. Ja. Ob der von hier ist, oder? Da wird's komplizierter, weil die Spur sich irgendwann also, er hat wohl Papiere für die Staaten, aber ja, irgendwie ist verläuft das dann irgendwann. Also, der ist irgendwann halt, irgendwann beginnt der Name Bruce Warren in den USA irgendwie in den Datenbanken zu existieren, aber was davor war, ist nicht rauszukriegen. Ist der erste Eintrag ein Einwanderungspapier? In der Tat, ja. Was steht denn da drin? Also der muss ja irgendwas angegeben haben, wo er herkommt. Ja, der kommt aus Großbritannien. Das ist die genaueste Angabe, die da drin steht. Ja. Also nicht Birmingham oder Dover oder. Nein. Dublin. Was dich doppelstutzig macht. Entweder hat da jemand geschlampt, als das ausgefüllt wurde, oder. Alles klar. Wie ist denn der Ranger? Hat er so eine Green Card gehabt, oder? Ja. Im Lotto gewonnen, der Kollege. Naja. Interessant, 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 interessant. Ja, auch das wird mal abgespeichert. Ich reiche ja da auch wieder so eine Akte an. Die Kontonummer packe ich nicht in die Akte. Die bleibt bei mir. Da weiß ich, muss ja nicht jeder Schlösser auf seine Rechnung bezahlen. Ich guck mal, was da so auf dem, wie reich ist der denn?
Wenn du dich da reinhacken willst, dann gibt's noch mal einen Intelligence- und Computerwurf, würde ich sagen. Also Technology. Ich habe zwar keine Würfel gesehen, aber hier eingeblendet 4 Erfolge. Reicht dir das oder willst du mehr? Das reicht mir erstmal. Okay. Ja, dann findest du da nicht viel, weil ja kaum Geld auf dem Konto drauf ist. $300 oder so sind da drauf. Viele Ausgaben in letzter Zeit für Möbel. Überraschung. Also in letzter Zeit ist jetzt nicht letzte Nacht, sondern, oder? Nee, ein paar Wochen her. Das vor Weihnachten rum. Könnten die Möbel sein, die die anderen drei verwüstet haben? Könnte sein. Katzenfutter vielleicht noch, ja. Ich glaube nicht, dass er das irgendwo online gekauft hat oder so. Ja. Aber da sind auch sehr wenig Kontobewegungen drauf. Ist da auch eine Handyrechnung, die abgebucht wird? In der Tat, ja. Ist da die Telefonnummer angegeben? Ja. Ich starte eine Suche nach der Telefonnummer. Ja, die existiert. Klar. Kann ich versuchen, das Handy anzuzapfen? Also um rauszufinden, wo der ist? Hat der GPS an oder so? Ja, das Handy scheint nicht zu funktionieren. Also ist abgeschaltet oder zumindest nicht ortbar. Ich versuche da trotzdem eine Echtzeitortung zu installieren, falls er es anschaltet, dass ich das sofort mitkriege und lege das auf mein Handy. Mhm. Ja, hier kommt gerade ein Einwand im Chat. Natürlich ist das nach also das ist jetzt zusammengefasst, ne? Das steht da nicht drauf, aber wenn Jethro mit seinen Computerfähigkeiten nachforscht, dann kriegt er das raus. Das ist so ein bisschen der Science-Fiction-Anteil, den wir hier drin haben. Wir müssen jetzt auch nicht jede Einzelheit hier beschreiben. Also das ist das, was er rauskriegt, ja. Keine Angst, Bruce, ich mag dich. Ja, genau. Das wird wahrscheinlich das sein, was ich so rausfinde. Und genau. Ansonsten mache ich mich natürlich auch daran, noch die gegenüberliegende Wohnung dicke zu verwanzen und abzusichern und baue da auch noch Schlösser dran, kriegen sie auch noch. Ich versuche so ein bisschen zu kompensieren, dass ich mich echt nicht darauf einlassen kann, dass die in meine Wohnung einfach so ungefragt reinkommen können. Und Riegel. Mehr Riegel. Ja gut, die anderen drei fahren mit dem Taxi Richtung Carneys Pub. Das ist so ein kleines, uriges Trucker-Kneipen-Ding mit einer kleinen Bühne dran, wo hin und wieder wohl auch Live-Auftritte sind. So ein bisschen so urig eingerichtet irgendwie, dass da gibt's einen Billardtisch und einen Dartscheibe und es ist halt so ein schön typisches Wohlfühl-Kneipen-Ding für jedermann. Also, allerdings nicht sonderlich sauber, wenn man das jetzt so sagen will. Also klar, Hygienevorschriften und so, aber es ist jetzt nicht irgendwie so ein Hochglanz-Ding, sondern eher wirklich so eine, wenn ihr so alte Studentenkneipen oder so kennt, wo ein bisschen abgeheifelte Sofas in der Ecke rumstehen und so und so ein paar Sitzecken, wo die schon bessere Tage gesehen haben, wo es aber schön ist deswegen, weil man die Dinger halt so ihren eigenen Charme entwickelt haben über die Zeit. Es läuft irgendwie aus den Boxen relativ leise Musik, irgendwie so ein bisschen irisch angehaucht vielleicht gerade. In diesem Moment ist so eine kleine Lichterkette aufgehängt über dem Tresen. Hinter dem Tresen steht auch ein Mann, der gerade ein paar Cocktails zu mixen scheint oder so. Zumindest hat diesen Mixer irgendwie in der Hand. Eine Gruppe älterer Frauen steht an der Bar und ansonsten ist die Kneipe mit ein paar Truckern besetzt und ein paar Jugendliche gammeln am Billardtisch rum.
Also Jugendliche, so, so halb stark aussehende, so drei Käsehochs. Als erstes zum Tresen, oder? Jo, würde ich auch sagen. Ja, Whisky und so. Genau, hier schreibt schon jemand, dicke Männer in Männer-Dekolletés, Cowboy-Hüte. Ja, genau. Genau, und ja, an die Bar, da sind halt, ist halt die Gruppe Damen. Und tatsächlich erkennt ihr hier eine von den Damen, wenn ihr euch nähert, das ist nämlich eure Nachbarin, die da steht und gerade ein Eierlikör kippt. Guten Abend. Sie hier. Oh. Hallo, Frau Nachbarin. Guten Abend, ja. Macht so einen kleinen so einen Seitenblick zu der Frau, der die neben ihr steht. Ich kann euch ja mal kurz die Frau, die neben ihr steht, davon habe ich zumindest ein Bild, glaube ich, irgendwo. Genau. Muss ich mal gucken. Ich glaube, für die Zuschauer kann ich das gleich auch mal versuchen einzublenden. Hier so rein für euch. Und jetzt nochmal für die Zuschauer. Muss ich jetzt mal on the fly mal kurz schnell machen. Geht aber auch ganz fix, hoffentlich. Wie nett. So, genau. Diese alte Dame steht neben ihr und trinkt gerade aus einem großen Maßbecher, wo so ein kleines Pinnekin drin versunken ist. Also ein U-Boot, wenn man das so kennt. Und setzt das so gerade so ein bisschen ab und und nickt dann. Akiba, ich hätte gern ein Bier. Ja klar. Dunkles oder helles? Dunkles. Kein Problem, Mann. Für mich eine Cola, bitte. Cola, kommt sofort. Und die Dame? Ah, dann halte ich mich auch erstmal an Bier. Dunkel oder hell? Dunkel. Alles klar. Ja, fängt an zu zapfen. Und es ist in Amerika, glaube ich, gar nicht so üblich, dass man dunkles Bier bekommen kann. Und kriegt er es aber trotzdem. Ich fühle mich direkt besonders. Wieso? Weil ich dunkles Bier bekomme. Ja. Seid ihr neu hier? Ja, wir sind gerade im Prinzip zu Besuch bei Bekannten hier. Wir haben gehört, dass in dieser Bar irgendwie relativ angenehme Atmosphäre sein soll. Also dachten wir uns, jetzt haben wir mal einen Abend frei. Also gehen wir mal hier rüber. Bekannte zu Besuch. Mhm. Schaut so zu der alten Dame, zu eurer Nachbarin rüber. Zieht so eine Augenbraue hoch. Die rollt ein bisschen mit den Augen und dreht sich so rum. Und wandert mit der anderen Dame irgendwie rüber zu der Dartscheibe. Während sich die alte Lady mit dem Foto gerade eine Zigarette anzündet, die deutlich nicht nach Zigarette aussieht und auch ein süßlicher Geruch zu euch rüberqualmt. Das ist ja eine spezielle, angenehme Atmosphäre. Ja, eure Nachbarin fängt an zu husten und mach das Ding aus. Wir haben Spaß. Und ansonsten, ich gucke noch mal ein bisschen über die Schulter, dass ich so den Raum streife. Gibt es irgendwie
weiß nicht, also die Jugendlichen meintest du, gibt's irgendwelche Leute, die so versackt sind in so Tischen in der Ecke im Schatten oder sowas? So der eine Typ, der da geboren worden ist, gefühlt. Also von diesen Truckern mit Männerdekolleté und ähnliches. Ja, garantiert wird da irgendeiner versackt sein, gerade irgendwie so vielleicht noch angefangenen Eintopf vor sich stehen haben und dann ein bisschen halb ausgetrunkenes Bier vor sich oder so. Ich könnte ja mal so eine Runde machen und gucken, wie es mir so geht an unterschiedlichen Stellen in der Bar. Und mal so ein bisschen Leute abchecken. Mhm. Ja, mach du doch mal einen Wurf dann auf Charisma und ab für deinen Bogen. Investigation. Abchecken, Investigation. Ja, warum nicht? Charisma, Investigation. Höchstens Awareness sonst, ne? Ja, ich hätte sonst sowas wie Einblick oder sowas genommen. Zeit. Aber Investigation passt auch gut. Da rollen die Würfel. Zwei Erfolge nur. Reicht dir das? Oder möchtest du mehr mit Willpower rausholen? Ja, warum nicht? Dann kannst du drei Würfel wiederholen. Es gibt auch einen Willpower Reroll-Button im Charakterbogen. Prima, das ist noch ein Erfolg mehr. Ja, was möchtest du denn so über die Leute rauskriegen? Und welche Gruppe möchtest du dir zuerst ein bisschen ansteuern? Also wir haben einmal diese Halbstarken, wir haben die Trucker, wir haben die alten Damen oder den Typen, der da versackt ist. Ich fange unauffälligerweise bei den alten Damen an. Ne, da sind wir ja auch gerade und dann fange ich an, ein bisschen zu wandern. Mhm. Ja, die spielen, wie gesagt, jetzt also fangen gerade an, Dart zu spielen. Ja, tauchst in diese süßliche Zigarettendampfwolke ein. Und wollen Sie mitspielen? Ach, einmal werfen. Einsatz sind $2. $2 habe ich noch. Prima. Okay. Ja. Ist Clara gut im Dart spielen? Hat sie in Irland wohl ab und an mal gemacht, aber lange jetzt nicht so, dass sie da sich irgendwie berühmt wäre dabei. Gucken wir mal mit Geschicklichkeit und Schusswaffen, wie gut du bist. Eigentlich eine perfekte Gelegenheit, den Revolver auszuprobieren, oder? Auf die Dartscheibe. Ist gerade gemutet, wenn du was sagst. Manchmal geht die Leertaste, manchmal nicht. So, ich gehe auf Firearms und was noch? Geschicklichkeit, also Dexterity. Okay. Ja, prima. Das sind alle möglichen drei Erfolge. Wahnsinn. Hier auch für die drei Erfolge. Dann wirst du zumindest deine Vermieterin oder deine Nachbarin schlagen im Dart. Allerdings die ältere Dame von dem Bild jetzt eben, die sich dir als Frau Knutzen vorstellt.
Die ist wesentlich besser als ihr beide anderen. Mensch, sie sind wohl nicht zu schlagen. Ich habe ja auch etwas mehr Lebenserfahrung, Kindchen. Und das glaube ich. Leben Sie schon immer hier? Ich bin damals mit meinem Mann hergezogen. Gott hab ihn selig. Und seitdem spielen Sie jedes Wochenende Dart, oder? Ich mag Spiele. Billard, Dart. Am liebsten mag ich Canasta. Oh, Canasta. Ja, da sind Sie bei mir ganz da. Wir suchen noch jemanden für unsere Canasta-Runde. Nicht die, sagt die andere. Die ist verlässigte. Ich wollte das schon immer mal lernen. Sie bringen einem doch bestimmt auch gern Sachen bei ihrer Erfahrung. Ja, wir können gerne ein bisschen üben. Wenn Sie jetzt länger hier sind und öfters kommen, gerne. Genau, also jetzt im Moment weiß ich noch nicht, wie lange ich heute Abend da bin, aber Sie können mir, wenn Sie mir Ihre Nummer geben, total gerne. Wenn ich weiß, dass Sie öfter hier sind, melde ich mich einfach mal, wenn ich komme. Ja, 555, alte Dame. Danke, voll nett. Hat Jethro eingerichtet, genau wie 0900 Vampire Hunters. That's. Mit Set. So, und ich wandere dann, also ich gucke so ein bisschen, ob ich merke, ob ich irgendwie Kopfschmerzen bekomme oder so. Was merke ich dann? Nee. Wenn ich mir so also, geht. Außer von diesem vernebelten, von dem Zeug, das scheint, ja. Ich weiß nicht, wie sich Clara das gewohnt ist. Nein, alles entspannt. Ja, dann ziehe ich weiter. Ja, zu den Truckern. Ja. Die unterhalten sich gerade, also haben gerade ein bisschen rüber geguckt so. Ah, die junge Frau ist gerade gekommen. Mhm. Als sie dann zu deren Tisch kommt, ey, komm doch, setz dich. Hallo. Als ich das höre, drehe ich Hallo, mich Schätzchen. Delsisch dreht sich um, ja. Genau. Bei Schätzchen gucke ich ein bisschen böse. Was trinkst du? Ich habe ja mein Bier noch in der Hand und halte es hoch. Da. Klirr. Ja, von einem Bier werden wir mal nicht stehen hier, ne? Auf einem Bein. So. Ich melde mich schon, wenn ich noch was brauche. Setz dich hier. Neben mir ist noch Platz. Ja, für eine Weile setze ich mich mal dazu. Wir sind ja neu hier. Ich kenne hier noch gar nicht so jemanden. So viele. Wer seid ihr denn? Ich bin Paul. Hi, Paul. Das ist Clarence und der da ist Tom. Ich bin Sarah. Kannte man es, Sarah? Oh, das war bestimmt nett, oder? Mit Sarah. Ja, die ist nicht ganz meine Liga. Das kommt bei Sarahs vor. Der neben ihm sitzt so, wie immer. Und ihr seid ihr hier alter Stadtadel oder? Nein, sehen wir adelig aus? Nein. Also ich sehe sehr adelig aus. Aber mich wollt's ja nicht. Wer ich jetzt? Mhm. Oder die andere Sarah? Ja, die ist, glaube ich, adelig. Ja, sagt mal, seid ihr von hier oder was? Heute hier, morgen dort. Also wir sind heute On the road, again. Ja, kenne ich. Wer weiß, wie lange wir bleiben. Bin hier mit meinen Freunden da. Freunde? Gucken so rüber, ja. Sind so alle von diesen Truckern so drehen sich alle. Ach so.
Ja, so ganz allein ist man noch nicht unterwegs. Ja, schade, ne? Und was können wir für dich tun? Ich wollte mal gucken, wer hier so alles ist. Wir sind neu hier in der Stadt und Paul. Dann mach dir den Karnis Ich einen drauf. Richtig gute Wahl. Bester Papp in der ganzen Stadt. So hatte ich das gehört. Da vorne sagte mir jemand, es sei schon immer eine relativ angenehme Atmosphäre hier. Das stimmt, ja. Wenn man sich davor drücken kann, mit den Ladies zu kegeln oder Kanasta zu spielen, ist das super gut hier. Oh, ist das keine gute Idee? Die haben mich gerade versucht, schon zu überreden. Ich hoffe, du hast nicht ja gesagt. Ihr Es habt gibt gesagt, ich melde mich. Gerüchte, die Leute, die mit den Kanaster spielen, kehren nicht wieder. Nein, erzählt. Der eine kriegt so einen Himmel. Habe Dinge gesehen. Das klingt ja interessant. Er wird dann wieder ernster so. Ja, alles nur Witz, klar. Die sind ganz nett, Ich aber träumte anstrengend. von blutbeschmierten Karten und so. Nein! Mach nicht sowas. Ertrunken im Eierlikör oder so. Aber bis auf, jetzt habe ich selber den Namen von eurer Vermieterin vergessen. Die habe ich bestimmt aufgeschrieben. Gut vorbereiteter Spielleiter mal wieder. Wie hieß sie noch? Wisst ihr das noch? Nee. Skinner hieß sie. Ruby Skinner. Genau. Ja, die Skinner ist die einzige, die noch einen Kerl hat, weißt du. Und die anderen sind alle Single? Alle Witwen. Ah, und ihr beobachtet die hier nur so aus der Ferne? Gott bewahre, dass ich die beobachte, mit dem ich nichts zu tun habe. Ah, Das habe wieso ich der? gehört, kommt es von drüben rüber. Und der wird so klein. Aber, also man soll ja eine Lebenserfahrung nicht unterschätzen. Ja. Sagen wir so, die Knutzen ist eine gute Freundin vom Barkeeper, deswegen hängen die hier immer rum. Also verscherzt es euch nicht mit denen. Nein, 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 nein. Die machen, war auch die netteste in der Runde. Also, Lady Knutzen ist eine lustige Person. Das auf jeden Fall. Bis man Strip-Poker mit ihr gespielt hat. Mal sehen. Kommt, ist das der zweite Runde nach Kanasta oder wer da Ich verliert? sagte doch, ich habe Dinge Wo kann man gesehen. da einsteigen? Das hier ist wahrlich die World of Darkness. So, während wir da so rumschwätzen, versuche ich auch mal so ein bisschen in mich zu fühlen, wie es mir so geht. Ja, Mir so. unverändert. Ja. Dann nehme ich mein Bier. Ja, willst schon gehen? Ja, habt ihr denn noch mehr unglaubliche Geschichten von mörderischen Kanasterspielen oder Strip-Poker oder so? Also, solange ihr Willst Geschichten Strip-Poker mit uns aufzeigt. spielen? Willst Strip-Poker mit uns spielen? Gerne, warte. Ich Nein, hole mit Lady Karten. Knutzen. Ah. Das scheint mir eine interessante Runde mit ihr. Ja, die erzählen dir noch irgendwie so gerne, ich habe vorgestern Opossum überfahren und so, das, aber viel mehr ergiebiger wird es nicht. Also ziehe ich weiter. Ja, zu den Jugendlichen. Ja. Die ja, spielen, wie gesagt, gerade Billard und schauen dich so an. Na, Lady! Na. So, aber ich will nicht so direkt mit denen reden, sondern stelle mich lieber dahin und mache ein bisschen was auf meinem Handy und guck mal, ob ich hören kann, was die so reden.
Ja, die, wie gesagt, die zocken gerade irgendwie, reden über, ja, über die Schule und so und, ja. Und irgendwann kommt so der Barkeeper rüber und meint so, ist schon ein bisschen spät, Jungs, raus. Ach, sind die nicht mit ihrer Oma hier? Klar, ich bin mit meiner Oma hier. Die Knutzen guckt so rüber. So. Und bläst ihm dann so eine Qualmwolke entgegen. Verdammt. Ja, und vorher hast du irgendwie so ein paar Gespräche irgendwie aufgeschnappt, irgendwie, dass es irgendwie, es gab wohl vor ein paar Tagen eine fette Party, die etwas ausgeartet ist. Wo der Quarterback von der Highschool sich irgendwie geprügelt haben soll mit irgendwem. Okay. Scheint mir jetzt aber nicht auf den nicht direkt super spannend. Naja, das kann eine junge, vielversprechende Karriere zerstören. Tja. Ja, die Karriere von jungen Quarterbacks ist nicht so das Erste, was mich immer besorgt. Einer aus dem Schachclub hat ihn angegriffen. Ha, wieso das denn? Keine Ahnung, vielleicht weil er nicht eingeladen war. Kommt vor, würde ich sagen. Schachclub, wer geht schon in den Schachclub? Und der Barkeeper, ey, Jungs, jetzt aber echt hier, letzte Kugel. Ja, ich gewinn grad. Oh, schade daneben. Oh. Okay. Ich lass die da zu Ende spielen und so, also verliere da schneller mein Interesse und kehre zurück zur Bar. Oder habe ich jemanden übersehen? Nee, das sind so die Hauptgruppen, die gerade sind. Was haben denn Cyrus und Zale, der waren, habt ihr die ganze Zeit Clara beobachtet oder wollt ihr was Eigenes machen? Also ich habe natürlich immer mindestens mit einem Auge so geguckt, dass der jungen Dame auch nichts passiert. Gerade wo sie bei den Truckern saß, ja, haben wir gemerkt. Genau. Da haben wir auch rüber geprostet, genau. Genau. Sehr aufmerksam. Und ansonsten haben wir, also ich habe auch immer so ein bisschen auf die beiden alten Damen geschaut. Ja, die haben Spaß gerade. Beobachten oder so. Und ich lassen sich auch ein Eierlikör nach dem anderen kommen. Ich überlege gerade, ich würde gerne in Richtung Billardtisch gehen, aber das tue ich noch nicht, solange die da sind. Also würde ich, nachdem ich sehe, dass Clara in Richtung von denen zu deren Tisch geht, würde ich mal in Richtung der sanitären Anlagen gehen, weil ich da mal nachschauen möchte, ob da irgendwas ist. Keine Ahnung. Okay. Dann gehst du zu den sanitären Anlagen, willst da was gucken? Also die sind jetzt nicht total heruntergekommen, aber sie haben auch wie der Rest des Gebäudes halt auch schon bessere Tage gesehen. Also ich würde erstmal nur im Prinzip mit normalen Sinnen schauen wollen, ob irgendwelche Auffälligkeiten dort sind, zum Beispiel irgendwelche, weiß nicht, natürlich sind in solchen Bars auch vielleicht mal irgendwo kleine Blutstropfen an der Tür oder sowas, so wie ich die Bar jetzt einschätze, aber ob da irgendwelche total auffälligen Sachen sind, zum Beispiel, dass bei den Graffitis irgendwie das Brewer-Symbol, was ich jetzt ja kenne, auch irgendwo reingeritzt oder mit dem Edding ist oder so, ob irgendwo, weiß ich, unter dem Waschbecken oder so irgendein Zettel klebt oder sowas oder irgendein geheimer Schalter, der in das Vampirverlies geht oder was auch immer. Solche Sachen, also Standards. Okay. Mach mal ein Wits und Awareness. Oder Wits und Investigation ist besser, weil du bist ja da ein bisschen wirklich auch unter Waschbecken und überall am Gucken. Was vielleicht auch nicht die angenehmste Sache ist gerade. Aber ja. Cyrus kann das ab. Er wäscht sich danach die Hände, dann geht das. Sollte man immer machen, ja. Eben. 3 Erfolge reicht mir. Okay.
Dann fällt dir mit 3 Erfolgen fällt dir nichts sonderlich auf. Gut, dann würde ich da, nachdem ich da bin, wie gesagt, mir wirklich gründlich die Hände waschen, weil ich, wenn ich das Waschbecken von unten berühre, nicht davon ausgehe, dass in den letzten 2 bis 4 Monaten jemand dort war. Hängen noch ein paar Kaugummireste da unten. Ja. Ich würde noch mal oberflächlich im Spiegel gucken, nicht, dass ich irgendwie, keine Ahnung, Katzenfutterreste in den Haaren habe oder sowas. Nee. Und dann würde ich wieder zurückgehen und warten, bis der Billardtisch erstmal leer ist. Ja, die Jugendlichen müssen ja jetzt auch den Pub verlassen und deswegen wird er auch relativ schnell leer und Clara steht dann da an der Wand. Dale sitzt noch an der Bar. Dale, ja. wollen wir Billard spielen mit Clara? Ja, gerne. Diese Situation, einen Köhl in der Hand zu haben, ist irgendwie auch gut, denke ich mir so. Genau daran denke ich. Ja, jeder Vampirjäger braucht einen Kö. Unbedingt. Habt ihr noch was zu besprechen während dem Spielen? Oder so? Ja, in der Tat. Ich hätte nämlich wirklich vor, den Kö zu halten und die beiden erstmal spielen zu lassen und selber mich nur darauf zu konzentrieren, ob mit dem Kö was passiert ist. Weil wenn wir wissen, dass in der Bar irgendwas geschehen sein könnte, hat vielleicht irgendjemand casual den Billardkö genauso wie wir jetzt gehabt und sich dabei unterhalten und besprochen, lass mal unbedingt alle in der Stadt hier austrinken. Weißt du, solche Momente. Okay. Also willst du deine Fähigkeit auf den Kö anwenden? Ja. Dann würfel den nochmal. Wo ist denn der? Da so ungefähr. Ich vermute, der ist das. Ist das der? Vielleicht ist das der. Wir gucken mal, ob es der ist. Das sieht gut aus. Das ist der. Ja, das ist der. 4 Erfolge. Okay. Welcher Vampir wäre so dämlich? Wobei. Ja. 4 Erfolge, das ist ordentlich. Da würde ich sagen, suchst du nach etwas, was eher in der nahen Vergangenheit liegt oder naja, was... Ich, soweit ich mich darauf konzentrieren kann, würde ich mich auf die 3 Personen, die ich schon Visionen zuordnen kann, konzentrieren. Also den Tattoo-Typen, den Bruce und die Frau, die auch auf dem Video war, gleichzeitig und in der Wohnung. Also ob einer von den dreien irgendwie, ob da eine Reaktion kommt, wenn ich an die denke. Dann bekommst du 2 Visionen. Einmal eine Vision von Bruce tatsächlich. Also von dem, den ihr da kennt. Bruce Warren, der ja ganz, ja, vielleicht nicht ausgelassen, aber ganz casual Billard spielt. Und zwar in der Vision siehst du dann auch die Lady Knutzen. Und irgendwo läuft so eine Katze herum. Kurz mal über den Billardtisch rüber. In der Bar läuft die Katze rum von denen. Ja. Das heißt, Lady Knutzen kennt mindestens. Okay, das ist die erste Vision, ja? Vision, ja. Ja, und die zweite ist, wie dieses Mädchen, was ihr kennt, mit mehreren anderen um den Billardtisch herumsteht. Einer davon ist auch Bruce. Dann ist da eine junge Frau mit lila Haaren. Dann irgendwie eine jüngere Frau mit so einem Rockabilly-Look. Und ein Typ mit so einem Schlapphut, den er tief ins Gesicht gezogen hat. Und eine etwas, eine unglaublich schön und schön aussehende junge Frau. Sehr auffällig, wenn man sich, also wahrscheinlich ist es jetzt durch die Vision ein bisschen vertrübt, aber ich glaube, wenn die halt im Raum stehen würde, dann würde Cyrus die auf jeden Fall wahrnehmen, aufgrund ihres Charismas. Okay, also alle haben zumindest signifikante Merkmale, die ich mir merken kann. Also den Rockabilly-Style, der schon ein bisschen aus der Zeit gerissen aussieht, natürlich, 50er Jahre oder so. Der Style mit dem Schlapphut ist ja auch, zumindest solange dieser Mensch den Schlapphut trägt oder dieses Wesen den Schlapphut trägt, ist das ja zuordnenbar. Ja. Lila Haare sind auch sehr auffällig und schöne Frau, meinst du, fällt mir sofort auf im Raum. Ja.
Also ich kann gut euch die jetzt auch mal reinziehen hier. Hm. Bruce kennt er ja schon. Und die junge Dame kennt er ja auch schon, die mit den, die auf dem Video drauf war. Da kommt das erste Fuck im Chat, ja. Alle gefunden. Vampirflüche aus dem Off, ja. Ja, nachdem ich wieder zu mir komme und solange die beiden ja so vor sich hin spielen, ich weiß ja nicht, ob ihr was dabei macht, würde ich dann langsam auch sagen, dass ich genug gesehen habe von dem Spiel für mich. Ja, dabei hat Dale auch gerade erst angestoßen. Okay, dann warte ich zwei Züge ab und sage, so langsam habe ich genug gesehen von dem Spiel, wenn ihr mich fragt. Ich gewinne gerade. Wie verbissen ist denn Dale, wenn er gegen Claras Billard spielt? Kann Dale gut verlieren? Nein. Nein. Tja. Wollen wir das auswürfeln, wer gewinnt von euch beiden? Okay. Ja, würfeln wir mal. PvP, jawohl. was machen wir? Was würfeln wir denn da? Schönsten. Sollen wir eben Dexterity-Schusswaffen, das passt beim Billardspielen jetzt nicht so. Dexterity und Athletik kann man nehmen. Athletik. Schauen wir mal, ob Dave gut verlieren kann oder ob den ganzen Tag geknickt herumläuft. Clara, 3 Erfolge. Das Billard spielen. Wenn du was sagst, du bist gemutet. Dale hat 2 Erfolge, ja. Würde Clara gewinnen. Sei denn. Dale können auch nachlegen und danach würde ich Clara auch nochmal die Möglichkeit geben, nachzulegen mit Willpower, wenn es. Nee. Brauchen wir nicht. Braucht man nicht. Okay, dann gewinnt Clara. Knapp, aber sie gewinnt. Ja, was so eine richtige Irin ist, die. Kann auch Billard spielen. Ja. Auch mit Athletik. Athletics, wie spielt ihr Billard? Ja, Kokos, was würdest du denn nehmen? Schusswaffen? Oder Nahkampf? Ich glaube, dieses System. Einschüchtern. Einschüchtern. Vortrag könnte man auch nehmen, irgendwie. Trickshots vom Feinsten, genau, ja. Gut, ja, okay, alles klar. Ja, dann kann Cyrus, sagt dann irgendwie, ich habe hier genug gesehen. Und obendrein bin ich mir ziemlich sicher, da vorne sehe ich ein Katzenhaar. Ich glaube, da war eine Katze mal auf dem Billardtisch. Oh. Mhm. Und was jetzt? Weißt du, das erinnert mich an so einen Typen, den ich mal irgendwie gesehen habe. Der hatte auch 2 Katzen. Ich glaube, der. Das könnte ein Haar von der Katze von dem gewesen sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und der hat doch mit die Katze so einer müsstest du in der Vision auch erkannt haben. Das ist die, ja, die dünnere von den beiden. Ja. Es könnte sein, dass das dessen Katze war. Dann müsste ja der und vielleicht auch seine Freundin auch hier gewesen sein. Mhm. Hm. Ich bin mir fast sicher, dass unsere gute alte Dame die dann auch schon mal gesehen haben müsste. Also Frau Knudsen müsste doch mitbekommen haben, wenn hier jemand Billard gespielt hat mit ein paar Freundinnen und Freunden und eine Katze über den Billardtisch gelaufen ist. Dann bin mir nahezu sicher. Dann lass uns doch mit ihr noch mal reden.
Ich kann ja sagen, ich muss hier so viel niesen, weil ich gegen Katzen allergisch bin. Ob das einen Grund hat. Und ich glaube, wenn du unseren Freund, wie hieß er noch, Bruce, wenn du Bruce Warren vielleicht beschreibst, der auch Taxifahrer war, die wird sich an den bestimmt erinnern. Ich bin mir sicher, die hat den schon mal gesehen. Also sehr sicher bin ich mir da. Sprich sie mal direkt drauf an, wie sie reagiert. Okay. So, also ich niese jetzt so ein paar Mal. Das kann ich jetzt gleich machen. Hatschi! Ach, du Schreck! Lege ich die Kugeln wieder ganz normal hin, die Billarddinger da, weil das wenigstens dann so aussieht, als würde ich da nicht stehen und nur starren. Immer in die Armbeuge niesen, ne? Ja. Das ist mir sehr anstrengend, bis ich da hinkomme. Das ist doch voll 2020, ey. Ja, ich mache das aber so laut und demonstrativ wie möglich und sage dann, boah, sind hier Katzen oder was? Und gehe so ein bisschen von dem Billardtisch weg, als könnte ich das da nicht ertragen. Zufällig in Richtung dieser Gruppe. Zu den alten Damen rüber? Ja. Okay. Ja, die haben dann deinen Ausruf erstmal gar nicht so richtig wahrgenommen. Wenn du jetzt ein bisschen näher kommst, schauen sie dich an. Ich muss hier die ganze Zeit so niesen. Ich habe eine Katzenhaarallergie. Sind hier Katzen oder was? Hier ist öfters mal eine Katze, ja. Warum das denn? Wohnt die hier in der Bar oder was? Nee, aber es werden manchmal mitgebracht als Haustier. Also der Besitzer hat nichts dagegen. Okay. Die benimmt sich auch. Eine gute Katze. Okay. Kenne ich jetzt nicht so, dass die Katzen mit in die Bars gehen. Aber ein Freund von mir hat das auch gemacht. Der hat da manchmal von erzählt. Bruce, kennt ihr den? Mach mal Wits Insight. Okay, das sind zwei Erfolge. Bruce, woher kennst du denn? Ein guter Freund? Dich habe ich aber noch nie mit ihm gesehen. Ach, nicht guter Freund, aber wir sind Bekannte. Wir sind ja auch gerade erst neu hier. Wir sind hergezogen, aber wir haben eine gemeinsame Freundin und die hat mir viel von ihm erzählt und wir hatten jetzt auch schon. Ab und an haben wir uns getroffen. Nicht hier, aber... Gemeinsame Freundin? Ja. Ah. Hat Bruce keine Freunde oder was? Schon gut, ne, ist okay. Siehst einen skeptischen Gesichtsausdruck auf ihrem Gesicht. Ja, sie auf meinem auch. Spucken Sie es aus, Sie können Bruce nicht leiden. Stimmt, ja. Wieso, wegen der Katzen? Nee, die Katze ist nett. Aber? Ihr Besitzer nicht sonderlich. Will mit dem nichts zu tun haben. Ja, wieso? Nicht mein Typ. Spielt kein Kanaster. Echt? Das mit dem Kanaster verstehe ich. Dachte ich, wenn Sie hier nur auf Ihre Typen warten, dann kommen wahrscheinlich sowieso nicht so viele vorbei. Aber. Ach komm, also Bruce hat ja schon seine komischen Seiten. Das müssen Sie als seine Freundin ja wissen. Wahrscheinlich besser als ich. Wer weiß. Sehr gut kennen wir uns nicht. Aber anscheinend besser als ich mich mit ihm bekannt bin. Ich kenne nur seine Katze. Ja, wenn Sie nur seine Katze kennen, ich kenne ihn und nicht die Katze. Ich habe von der Katze nur gehört, aber ich muss niesen von der Katze. Mhm.
Jetzt kommt noch mal ein skeptischer Blick, als du sagst, ich habe von seiner Katze noch nie was gehört. Nein, ich habe nur gehört. Ich habe sie noch nie gesehen. Ich gehe ja auch nicht gern in Häuser, wo Katzen sind, weil ich ja allergisch bin gegen Katzen. Mhm. Hm. Okay. Für sie. Ich gehe wieder weg. Das ist mir zu blöd. Redest dich unter Kopf um Kopf und Kragen bei der Lady. Ja. Du hättest nicht sagen sollen, dass du eine Freundin kennst von ihm. Offensichtlich. Das war... Aber gemeinsame Bekannte kann man wohl haben. Sie kennt ihn ja auch. Ja, hättest du Freund gesagt, dann wäre es wahrscheinlich gewesen. Aber Freundin, ne? Bruce hat genau 3 Freundinnen, von denen Knutzen weiß. Aber die auch erst seit kurzem. Leute haben doch ein Leben gehabt. Mhm. Naja. Bruce auch. Ja, eben. Und wahrscheinlich auch im Leben irgendwann mal Freundinnen und so. Naja. Naja, ich würde ja wohl mal sagen, dass bei Bruce die Betonung auf Leben gehabt steht. Also, er lebt ja nicht mehr. Soll ich noch mal mit ihr reden? Schnipp. Ich werde den Kö anstiften. Wenn du meinst, tut er ganz schwanger, aber sie weiß, wo wir wohnen. Ja, Dale, willst du dich versuchen an der Lady? Ja, ich bin da eher nicht so der subtile Charakter. Deshalb. Du kannst zu ihr gehen und ihr sagen, du hast gehört, dass ich Bruce erwähnt habe und du kannst ihn überhaupt nicht leiden, dass ich was mit dem zu tun habe und du willst ihn verprügeln und wo du den findest. Willst ihn verprügeln, einfach nur so. Weil ihm nicht gefällt, dass ich was mit dem zu tun habe. Ja, das ist doch eine gute Idee. Dann gehe ich doch mal rüber. Das ist eine gute Idee. Ich spitze den Kö weiter an. Also, tap, 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 tap. Guten Abend. Ich brauche Ihre Hilfe. Oh, wie können wir behilflich sein? Wo finde ich Bruce? Ich habe ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Welchen Bruce? Den Bruce, mit dem die junge Dame da auch Kontakt hat. Welche junge Dame? Ach, die da. Ja, die kennt den besser als wir. Also von daher fragen Sie sie doch. Wirklich? Oh. Ja. Wann haben Sie ihn denn das letzte Mal gesehen? Bruce? War schon eine ganze Weile nicht mehr hier. Was heißt denn eine ganze Weile? Stimmt, ein paar Wochen. Doch gut so. Was können Sie denn an ihm nicht leiden? Beugt sich so zu dir rüber, seine Frauengeschichten. Ja, so sehe ich das auch. Geht gar nicht. Zieht eine Augenbraue hoch. Wenn ich eine hochziehen könnte, würde ich es auch tun. Wollen Sie noch ein Eierlikör? Danke, ich habe noch. Schade, dass Sie mir nicht weiterhelfen können. Aber sind Sie sich sicher, dass Sie ihn 3 Wochen lang nicht gesehen haben? Ganz sicher. Mach mal Woods Inside Day. Ich mache mir so Sorgen um Clara. Wahrscheinlich zu Recht. Ich feiere das gerade so, das ist so gut.
Verdammt. Ah. Ja. Ich mache mir so Sorgen, er könnte ihr was antun. Hoffe, hatte nicht den Schneid. Und seine Katze vielleicht, aber er nicht. Haben Sie die Katze nochmal gesehen? Wie gesagt, seit Wochen nicht. Wo könnte ich denn noch mehr? Also wer könnte mir denn noch weiterhelfen, wo er ist? Sie ist, glaube ich, eine Freundin von ihm. Unsere Nachbarin. Nee, Clara. So. Ich sehe schon. Ich danke. Aber dann muss ich wohl selbst noch ein bisschen weiter suchen. Richten Sie ihm schöne Grüße von mir aus, wenn Sie ihn finden. Werde ich tun. Ach, Mist. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, die Damen. Gleichfalls der Herr. So. Höflich ist er ja. Wenn du dich umdrehst, haut sie dir auf den Hintern. Oh! hello. Nachdem ich jetzt 10 Minuten den Kö angestiftet habe, angeschnitzt habe. Und? Wissen wir jetzt deutlich mehr? Halt die Klappe! So ein Scheiß! Das war eine 50-50-Chance bei Clara, aber... Also wenn ich jetzt nochmal rübergehe, machen wir uns endgültig zum Gespött der Stadt. Aber auf jeden Fall im Flüsterton bin ich mir ganz sicher, dass Bruce hier war. Die Frau, die wir auf dem Video hier gesehen haben, war auch hier. Und eine Frau mit lila Haaren und eine Frau, die extrem charismatisch aussah. Und... ganz viele. Kann ich euch in Ruhe erzählen. Erzähle ich, wenn wir wieder bei Jethro sind. Also das war eine ganz große Truppe, 5, 6 Leute. Und die hatten irgendwie eine wichtige Verbindung hier. Irgendeine Besprechung, die irgendeine Bedeutung gehabt haben muss. Können wir die Trucker vielleicht nochmal fragen? Und ich bin mir auch sicher, dass Frau Knudsen einmal mit ihm hier gesprochen hat. Ich kann dir nicht sagen, ob sie gut oder schlecht gelaunt war. Klar können wir die Trucker fragen. Die sehen so aus, als wären die hier Mobiliar. Die haben doch bestimmt die charismatische junge Dame gesehen. Ja, und denen ist bestimmt aber auch aufgefallen, dass wir jetzt schon zu den älteren Damen gegangen sind, die auch hier regelmäßig sind. Aber wir können es versuchen, in der Tat, ja. Bevor wir hier gehen, einfach nur, ja. Never change a winning team. Wieder fangen wir an bei Sarah Clara. Sarah Clara, Martha Stewart. Oder mal anders? Ja, lass mich gehen, lass mich gehen. Das wollen wir alle sehen, mach mal. Jethro ist so gut, dass du nicht mal. Dass es keinen Live-Feed gibt. So viel Face. So gut, Leute. So viel Face, so wenig Porn. Ne? Und dann ging die Kurve nach unten. Wirklich. So viel verstanden. Und dann musstet ihr mit den Leuten reden. Dann musstet ihr interagieren. Können Pfarrer halt nicht, das ist halt so. Wir haben keine Softskills. Gut, dass Pfarrer nicht als Geheimagenten arbeiten. Außer für Mother, ja.
Nein, also wir könnten theoretisch natürlich mit den Truckern reden, aber ich glaube, die sind jeden anderen Abend der Woche auch noch hier. Und in der Tat, was sollen wir jetzt sagen, ohne dass denen aufgefallen ist, wir haben mit den Jugendlichen geredet, wir haben mit den älteren Damen geredet und Dart gespielt. Und jetzt gehen wir zu denen und fragen die wahrscheinlich das Gleiche. Die werden sich auch jeden Teil denken, egal wie hackenstrunde dicht die sind, da werden wir nicht unbedingt eine große Chance haben, glaube ich, weiterzukommen mit. Ich kann zumindest Jeff nur nochmal die Personenbeschreibung geben von denen, die ich gerade gesehen habe, wo ich weiß, dass die miteinander zu tun haben. Und dann müssten wir uns vielleicht sogar neu sondieren und vielleicht doch zum Trailerpark oder so etwas, weil der Abend ist noch jung. Wir können ja nochmal ein Taxi mit irgendeinem Bruce bestellen oder wir können auch anders zurückkommen. Clara fährt nur mit Bruce. Ist der Trailerpark auf der Karte unendlich weit weg, wenn man zu Fuß gehen würde? Oder ist das wahrscheinlich? Ne? Nee. Wenn du die Karte vor Augen hast, ist was der... Was ich leider nicht habe. Wenn du eine Möglichkeit hast, in den Livestream reinzugucken. Ja. Obwohl, ich kann es dir auch nochmal schicken, warte mal. Bitte gerne, sonst bricht mein Internet zusammen. Das wollen wir alle nicht erleben. Nein. Moment. Da ist sie nochmal. Also das Pub war die Nummer 15 und der Trailerpark ist 20. Also es ist schon eine ganze Ecke. Querfällt ein an der Landstraße lang, aber kann man erreichen. Ich würde fast sagen, lass uns doch zu Fuß ein bisschen die Abendluft genießen, an den Trailerpark gehen, dann wirken wir auch wie langweilige Spaziergänger und auf dem Rückweg nehmen wir uns ein Taxi von dort. Und unser Auto haben wir eh nicht hier und vielleicht sehen wir dann auch ein bisschen was so zwischen Bar und Trailerpark geschieht in den Nebenstraßen. Zumindest jetzt gerade sind ja noch Nebenstraßen, bis wir die Landstraße erreichen. Ja, gute Idee, machen wir. Gut, dann lauft ihr eine ganze Weile irgendwie zum Trailerpark rüber. Ja. Und wollt euch dann da was angucken? Na, allgemein erstmal die Location. Das ist ja wahrscheinlich ein mehr oder weniger abgegrenzter Bereich, also von Wohnstätten. Gucken erstmal, wie viele sind da, sind die alle abgefuckt? Können wir sofort erkennen, welches das war, was wir auf dem Video gesehen haben, vom Winkel oder vom Ja, wenn ihr ein bisschen sucht, findet ihr auch den Trailer, der auf dem Video ist. Ja. Der steht allerdings anscheinend irgendwie leer. Sieht sehr verlassen aus. Sind da ringsrum ganz viele Trailer, wo Licht an ist, beziehungsweise Leute, die draußen sitzen und grillen oder gar nicht? In dem Trailer nebenan brennt Licht, allerdings hat der ein relativ großes Grundstück um sein Ding rum mit einem ziemlich martialisch aussehenden Stacheldrahtzaun. Und einem Fahnenmast auf so einem Rasen mit der amerikanischen Fahne. Sehr sympathisch. Vielleicht können wir ja fragen, ob man einen Trailer kaufen kann. Ja, könnten wir, aber wenn wir das tun, haben wir keine Chance mehr, in den Trailer zu gehen, ohne dass jemand etwas mitbekommt. Also wenn wir in Erwägung ziehen, dass wir das machen wollen, sollten wir irgendwo anders Rabatz machen und dann geht irgendjemand von uns da rein und guckt in Ruhe. Oder wir lenken nur ab, ohne Rabatz zu machen. Weil wenn wir da klopfen und fragen, ey, was ist denn mit dem leeren Trailer da, ist die Chance weg. Das stimmt. Wir könnten irgendwo Eier werfen. Oder ein Feuerchen legen. Wieso habe ich das erwartet? Aber jetzt... Wir kommen von der Feuerbehörde. Nicht, dass ich grundsätzlich etwas dagegen hätte, jetzt ein Feuerchen zu legen, aber wir sind schon nicht interessiert daran, alle und jeden wahllos, obdachlos und lebenslos zu machen. Schon gezielte. Okay. Hast du gerade ernsthaft gesagt, wir suchen uns schon die Leute aus, die wir obdachlos machen? Ja, und lebenslos.
Ja, aber irgendwo was kaputt schmeißen könnten wir doch. An einer anderen Ecke. Ja, und ich sag mal, wenn das entweder Dale oder ich machen, wäre das sehr, sehr auffällig und jeder würde denken, hey, das waren doch die Assis da. Andererseits, wenn du das machst und danach unschuldig guckst und sagst, da vorne war irgendwas, ist die Chance größer, dass wir alle wieder nach Hause kommen ohne Handschellen. Zumal die anderen beiden von uns schon mal Handschellen dran hatten und auch einen polizeilichen Führungsbericht in diesem Land haben. So, dann erinnern wir uns jetzt aber noch mal alle zusammen, dass ich Sarah heiße heute. ich heiße Cyrus, hi. Im Zweifelsfall Sarah O'Connor oder so. ja, hallo. Gute Notiz. Ja, ich kann da hinten gerne eine Scheibe kaputt schmeißen. Bobby. Und ich würde es auch mit Eiern tun, aber ich habe nur Steine hier. Kannst auch die Mecke wegschmeißen. Ich gehe jetzt irgendwo in die gegenüberliegende hintere Ecke und gucke, ob ich da an einem möglichst Verwaltungsgebäude oder leerstehenden Ding irgendwo eine Scheibe. Vielleicht sollten wir das synchronisieren, dass du uns Bescheid gibst und kurz anklingelst auf unser Telefon und wir dann in der Zeit versuchen, die Tür aufzuknacken oder sowas oder kurz danach oder kurz davor, dass wir wissen, wann du das machst. Ich würde schon ein bisschen Zeit lassen. Die Leute müssen doch erstmal irgendwie zusammenlaufen und sagen, oh nein, jemand hat eine Scheibe eingeschlagen. Was tragt ihr eigentlich? Ihr tragt ja die Rucksäcke und was habt ihr sonst für Kleidung an? Nicht den Anzug, den er uns gegeben hat, sondern schon meine Alltagskleidung, würde ich sagen. Also normale, was weiß ich, Schlumpfpulli, weil es Abend ist, da ist schon eher kalt, ne? Mhm. Und Standardjeans. Und was tragen Dale und Clara? Einen dunklen Kapuzenpulli. Mhm. Und Jeans. Du bist gemutet, Dale. Schwarzer Kapuzenpulli und graue Cargohose. Ganz unauffällige schwarze Kapuze. Es ist Hoodie Friday heute bei uns. Okay, dann wird irgendwann bei Jethro, weil der beschäftigt sich ja gerade mit seinem Computer, wird irgendwann kriegt er so eine Nachricht über irgendeinen Messenger-Dienst von deinem alten Bekannten, Henry, und kommt so, sie sind wieder da! Und dann kriegst du so ein Kamerabild geschickt, so ein Screenshot. Mit so drei Gestalten mit Kapuzenpullis und ja, du erkennst sie sofort, das sind halt. Einmal. Lungern von meinem Trailer rum! Die Gesundheitsbehörde! Sie sehen nicht danach aus, weil sie haben keine Anzüge mehr, aber diese Pullis sind auffällig. Ich schreibe ihm zurück. Für mich sehen die aus wie einfach besoffene Rowdies. Ich hab die hier noch nie gesehen. Hier verirrt sich keiner mit einem Pulli hin. Sind die alle nackt oder was? Rowdies, meinst du? Rowdies, wenn noch schlimmer ist das Gesundheitsamt. Denen werde ich's zeigen. Wart mal. Ich schicke sofort über die J-App den dreien. Leute, geht in Deckung. Ihr habt euch auf euch wirklich geschossen. Also euer Handy klingelt. Natürlich laut. Genau, auf maximale Lautstärke. Also es kommt drauf an, wie ihr das eingestellt habt. Ich habe das auf Vibrationsalarm gestellt, damit ihr penetrant mitkriegt, wenn ich euch anschreibe, aber damit ihr nicht sofort auffallt. Ja, ich schaue wohl nach. Ganz lauter Klingelton. Groß ist unser Gott. Genau. Gottes Liebe ist wie die Sonne. Das ist sogar noch besser für Hunter, ja. Ja, ich habe definitiv irgendwie so, keine Ahnung, Casting Crowns oder so, irgendein Worship-Kram.
Naja, genau, auf jeden Fall, dass so der mein Informant schießt gleich auf euch. Der denkt, ihr seid von einer also hört auf, da zu randalieren. Machst du das per Text oder per Voice? Also per Text. Okay. Wir haben noch gar nicht angefangen mit randalieren. Ich weiß gar nicht, was er hat. Verdammt. Kannst du den beschäftigen? Wir wollen uns den Trailer nebenan angucken. Wer ist dein Informant? Das wisst ihr, dass ich einen Informanten in dem Trailerpark habe, von dem habe ich nämlich das Video, das ich euch. Ja, aber wir wissen ja nicht, wo der ist. Oder wissen wir dadurch, dass das Video aus der Perspektive des anderen Trailers ist? Können wir das erschließen jetzt, wo wir das wissen? Also, Jethro, kannst du deinem. Also, wir würden uns ja gerne einfach den Trailer angucken. Kriegst du das hin, dass dein Informant das uns machen lässt? Oder lenkst du ihn so ab, dass wir da rein können? Eins von beiden, was ist wahrscheinlicher? Also die erste Nachricht, die du von mir zurückkriegst, ist, wenn du mir schreibst, musst du nicht meinen Namen in die Nachricht schreiben. Ich weiß, dass du mich meinst. Und ist das von Jethro? und dann, ich werd sehen, was ich tun kann. Und dann schreibe ich dem Prepper, du musst sofort aus deinem Trailer raus, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, 1111, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Caps Lock aus. Ja, kommt nichts mehr zurück. In dem Moment vor euch, bei euch im Trailerpark, geht bei mit dem Stacheldraht umzäunten Trailer, fliegt quasi die Tür auf und einen mit Patronengürten und zwei Rucksäcken und zwei schweren Maschinengewehren bewaffneter stürmt aus dem Ding raus, guckt sich schnell um, läuft einmal um den Trailer rum und verschwindet hinter seinem eigenen Trailer. Das war er trug übrigens auch noch einen Aluhut. Selbstverständlich. Was war das? Dales Handy klingelt. Steht nur, in der Nachricht steht nur Dale? Fragezeichen. Nächste Nachricht. Ist er weg? Ja. Also ab in den anderen Trailer. Und dann kriegst du nur so ein Bizeps-Emoji. So, Geschicklichkeit, Heimlichkeit. Ich würde den gerne aufmachen, den Trailer. Mhm. Oder so. Also ich will den... ja, würfeln. Dietrich Set haben wir ja dabei im Rucksack. Genau. Also ich will jetzt in den anderen Trailer rein, ohne den kaputt zu machen. Dann kannst du sogar einen Würfel mehr nehmen, wenn du Dietrich sogar hast. Bei Modifiers dann einen oder wie funktioniert das? Ja, mach mal. Mhm. Okay. Richtig geraten. Wupp. Wow, 5 Erfolge. Die Tür ist für Dale sowas von kein Problem. Du siehst übrigens an dem Schloss so ein paar ja, so ein paar Katschen, so als ob jemand irgendwie dem Schlüssel manchmal nicht richtig getroffen hätte. Sehe ich irgendwo sozusagen an der Tür, in der Nähe der Tür, so eine Büroklammer, die runtergefallen ist oder so? Neben der Tür? Also der ganze Trailer ist leer. Leer, komplett leer. Flüstere ihm zu, du machst das nicht zum ersten Mal, oder? Anfängerglück. Hättet ihr Dale dabei gehabt beim letzten Mal? Hätte die Tür sowas von aufgekriegt. Ich mach Türen immer anders. Aber das sieht echt eleganter aus. So, ich habe mich jetzt langsam über den Rückweg wieder und stehe jetzt auch in der Tür. Also. Komm rein. Schnell. Genau. Also alle erstmal rein.
Ja, bei Jethro kommt ja so ein Kamerabild, irgendwie so eine Videofeed-Anfrage an. Siehst dann so in bester Blair Witch-Manier, wenn du das annimmst, so, so einen verschwitzten Henry mit unter dem Aluhut. Ich hab's geschafft, Mann! Ja, kriegt, also ist das so ein... Wer war das? So die Echsenmenschen. Zwei Wege oder was? Oder kann ich ihm Nachrichten schreiben dann? Kannst du auch was sagen oder halt Nachrichten schreiben, ja. Ja, nee, dann sage ich was. Alter, die sind ja da deinem alten Nachbarn her. Ich hab die gehackt. Nice, Mann. Ich hab sie im Visier. Nein, nicht schießen. Ey, sonst sind die hinter dir auch her. Wieso, wenn sie alle weg sind? Oder meinst du, die halten das aus, die Echsenmenschen? Ich hab noch nie einen Echsenmenschen erschossen. Ey, wer weiß, was die aushalten. Lass es mal lieber, sonst bist du nachher dran. Ich musste den Flammenwerfer zurücklassen. Ja, die suchen dich ja im Moment noch nicht. Die sind echt hin... Also, wie hieß der? Warren? B. Warren sehe ich hier. Hieß der irgendwie so? Ja. Den kenne ich. Das war mein alter Nachbar, ja. Ja, genau. Die Adresse ist nämlich auch angegeben. Den suchen die. Scheiße, warum? Was hat der mit den Echsenmenschen zu tun? Ich weiß nicht, hast du mit dem mal darüber gesprochen? Oh. Über Echsenmenschen? Ja. Scheiße, ja! Vielleicht hat den das neugierig gemacht oder so. Das heißt, sie haben ihn. Ich weiß nicht. Kannst du den ausfindig machen? Wir müssen den warnen. Ich bin jetzt hier verbunkert. Ich hab die Minen scharf gestellt. Wenn ich jetzt wieder raus will, muss ich erst bis morgen warten. Ey, pass auf, wenn du mir die Adresse gibst, dann fahr ich da hin und warn den. Ich weiß, glaube ich, gar nicht richtig, wo der wohnt. Irgendwo da in diesem Viertel. Und da gibt dir halt ganz grob das Viertel an, wo von dem Haus, wo du schon weißt, dass er wohnt. Verdammt! Ja, das ist natürlich nicht genau. Ich werde versuchen, den ausfindig zu machen. Du musst ihn warnen. Ja. Und du hältst dich versteckt. Keine Sorge, hier kommt keiner rein. Hey, du musst das ernsthaft überleben. Ich habe Vorräte für 3 Wochen. Gut. Die kriegen mich nie lebend. Ich werd in ein paar Stunden mal vorbeifahren und werd gucken, ob die noch da sind. Und dann sage ich dir, ob du rauskommen kannst. Prima. Ich fahre dann einfach so casual da an eurer Adresse vorbei. Dann erkennt mich keiner. Alles gut. Ey, aber wenn du irgendwelche Kontaktdaten hast, wie du diesen... Wie hieß der? Bruce? Bruce hieß der? Ja. Wenn du irgendwie Kontaktdaten hast oder so, schick mir die, damit ich den irgendwie schnell ausfindig machen kann. Das ist nicht so genau die Adresse. Du hast mir keine Adresse geben können. Ich weiß es doch auch nicht, Mann. Seit der eine Freundin hat, ist der irgendwann ausgezogen ist, haben wir uns 3-mal gesehen oder so. Die Frauen wieder. Scheiße, Mann, ja. Alles nur eine Erfindung der Echsenmenschen. Frauen? Klar, oder von der Regierung. Alter, das reicht tiefer, als ich mir jemals hätte vorstellen können. Ja, hast du den neuen Artikel nicht gelesen? Da ist das ganz genau aufgedröselt. Schick mir bei Gelegenheit mal. Moment. Schick den Link. Die Gelegenheit scheint günstig zu sein, ja. Okay, ich fahr so in etwa schätzungsweise 2-3 Stunden da vorbei und guck, ob die noch da sind. Und dann schreibe ich dir. Ja, ich komme hier vor morgen nicht raus wegen den Minen. So. Ich schicke ihm nur noch so ein Daumen-Emoji. Okay. Und dann schicke ich Dale nochmal eine Nachricht. Dale. Dann schicke ich ihm noch eine Nachricht.
Ihr könnt ganz in Ruhe durchsuchen. In den nächsten 2,5 Stunden wird er euch nicht mehr belästigen. Ja, dann durchsuchen wir doch mal und gucken uns hier alles ganz, ganz genau an. Ja, wie gesagt, der Trailer ist leer. Keine irgendwie Bodenklappen oder so ein Kram? Oder? Es gibt Bodenplatten, kannst du auch anheben, aber auch dafür wirst du nichts finden. Der ist halt komplett leergeräumt. Außengelände? Gibt es, aber ist ja seit ein paar Monaten nicht mehr gepflegt. Die Ecken und Fugen würde ich mir anschauen wollen, ob da irgendwie, weiß nicht, Katzenfutterreste oder sowas, also Indizien für hier war jemand und es kann sogar die gleiche Person gewesen sein. Also, ich denke schon, dass du irgendwie, wenn du es drauf anlegst, Reste von Katze oder so, Hinweise von Katze, auf jeden Fall, irgendwelche Kratzspuren oder so, wirst du auf jeden Fall finden können, ja. Also wir scheinen hier richtig zu sein. Ich zeige oft dann wegen mir die Kratzspuren oder sowas. Aber das scheint auch sauber ausgeräumt zu sein, hier der Trailer. Oder sehe ich das falsch? Ja, den Eindruck habe ich auch. Das Einzige, was wir jetzt noch probieren könnten, ist, dass du mal den Tisch anfasst oder den Herd oder irgendwas. Oder die Klotür. Die Klotür, Die gehen Vampire auf Klo. Die Türklinke ist auf jeden Fall ein relativ sicheres, dass die jemand mal berührt hat. Das würde ich mal machen von der Innenseite oder von der Außenseite. Von der Innenseite ist besser, weil sonst stehe ich da draußen 10 Minuten wie ein Bescheuerter. Ich würde von der Innenseite der Tür diese mal konzentriert, dass ich da mal die berühre. So. Mhm. Darf ich mich darauf konzentrieren? Klar. Juhu! Jetzt gerne deine Kraft wieder anwenden. Juhu! Wieder eine Vision erhalten. Yes! Willpower weg. So. Nach was suchst du genau mit deinen 5 Erfolgen? So ordentlich. Dadurch, dass ich jetzt ja weiß, dass hier, oder sehr stark vermute, dass sowohl Bruce hier gewesen ist, als auch die Frau, die ich auf dem Video hier gesehen habe, würde ich mich wieder auf die konzentrieren, und zwar möglichst diesmal auf, vielleicht, sofern mir das möglich ist, weil es ja wirklich viele Erfolge sind, wenn ich akustische Hinweise bekäme. Mhm. Sinne von, wir müssen fliehen, dahin. Also sprich, emotionale, akustische Momente, die an dieser Tür besprochen worden sind. Ja, dann wird Cyrus eine Ecke länger irgendwie in diesem komischen Trance-Zustand irgendwie sein. Vielleicht kriegen Dale und Clara sogar ein bisschen Angst um ihn. Und Cyrus wird mitbekommen, eine schneller Ablauf von Szenen, als wenn irgendwie so ein Geschehen ist in Zeitraffer vor sich geht, wie diese junge Frau, die du schon mal gesehen hast, irgendwie das erste Mal den Trailer betritt, mit diesem bärtigen Mann spricht, der so total so einen Gesichtsausdruck macht wie, oh Hilfe, eine Frau, die sich unterhalten, irgendwie sie irgendwas von Verfolgung und sonst irgendwie was murmelt und sich dann in der Toilette einschließt und den Typen halt total verdattert vor der Tür stehen lässt, der so gerade irgendwie wirklich aussieht, als wüsste er jetzt gerade nicht, was er mit der Situation, dass eine Frau irgendwie reingekommen ist und sich in seiner Toilette einschließt, gerade irgendwie passiert. Und dann siehst du ihn so ein paar Mal auf- und abrennen und nicht wissen, was er machen soll, und dann hat er das anscheinend irgendwann akzeptiert, dass sie wohl da drin hockt und ja, streichelt seine Katze und irgendwann siehst du irgendwie, wie er die Tür aufmacht. Du kannst nicht genau sehen, mit wem er spricht, aber er scheint irgendwem zu sprechen. Und du hörst auch so ein paar Fetzen so, nee, hab ich nicht gesehen. Und ich hab ja eine junge Frau. Das ist das, was du als Eindruck kriegst. Also du hast auf jeden Fall, das ist so sehr, also das ist eine alte Sache wahrscheinlich.
paar Monate wahrscheinlich her. Und du hast den Eindruck, dass die sich irgendwie, als sie sich miteinander gesprochen haben, sich nicht kannten. Also du hast sie jetzt ja ein paar Mal schon zusammen in der Vision gesehen und da wirkt es jetzt so, als ob die sich nicht kennen. Und da wirkt es schon so, dass er sie erstmal hat reingehen lassen, das irgendwann akzeptiert, warum auch immer, und dann ist jemand draußen, fragt wahrscheinlich nach ihr, weil junge Frau, und er schützt und deckt sie in dem Moment und sagt, nee, die habe ich nie gesehen. So wirkt das auch. So kann es auf mich wirken. Okay. Ja. Okay, ja, ich würde langsam wieder, wenn ich zu mir komme, meinen Kopf wieder normal drehen und heben. Nee, du bist... Hier, trink mal was. Du bist wieder da. Das ist gut. Ja. Nee, diesmal war es ein bisschen mehr an Kopf. Ah, also, es war auf jeden Fall der Trailer von Bruce. Und die Frau war hier vor wenigen Monaten das erste Mal und die kannten sich beide noch nicht. Und sie ist hier rein wie geflohen geradezu. Mhm. Hat sich hier vorne, ich zeig in Richtung von der Toilette, da schnell eingesperrt, ohne viel Worte zu sagen. Und nach wenigen Momenten kam jemand draußen und hat nach ihr gefragt und Bruce hat sie auf jeden Fall beschützt, ohne sie zu kennen. Und gesagt, nein, die habe ich nie gesehen. Also er schien ihr sofort entweder zu vertrauen, wohlgesonnen zu sein oder dem Menschen draußen oder dem Wesen draußen zu misstrauen. Bruce und die Frauen. Hm? Und die kennen sich erst seit wenigen Monaten. Und er wirkte auch sehr überfordert mit der Situation, dass eine Frau zu ihm kommt. Das fiel mir auch sehr seltsam auf. Das schien er nicht gewohnt zu sein. Aber jetzt trink doch mal was. Ach ja, habe ich das noch nicht. Okay, ja, danke. Prost. Wohl bekommst. Und nun? Was geht's? Also, was wissen wir bisher? Wir wissen bisher, was ich euch eben noch nicht in Ausführlichkeit gesagt habe, Bruce und diese Frau, die wir auf dem Video gesehen haben, kennen sich seit einigen Monaten. In der Zwischenzeit ist auch das mit dem Video geschehen. Die Frau wurde offensichtlich verfolgt oder gejagt. Vielleicht von Vorgängern von uns, vielleicht von anderen Vampiren, wer weiß. Die sind in die andere Wohnung von Bruce gegangen, mit der Katze oder den Katzen. Gegangen hier, oder hier, also hier hast du nur eine Katze gesehen. Hier habe ich nur eine Katze gesehen. Ah, die sind in einer anderen Wohnung auf einmal gewesen, in der wir gestern nur waren. Nur die dünne Katze. Genau. Und da waren zwei Katzen, da war eine Katze mehr. Da haben die offensichtlich eine Zeit lang gewohnt. Das war die Wunderkatzenvermehrung. Genau, sind aber wieder aufgebrochen jetzt mittlerweile. Mit den Katzen natürlich, mit beiden Katzen. Und dort haben sie einen Bruha getroffen. Und in der Bar hier in der Stadt haben sie sich mit mehreren Leuten getroffen. Nicht mit dem Bruha, aber mit mehreren anderen, die auch bemerkenswert aussahen. Und wie gesagt, fast schon über natürliches Charisma, weiß ich nicht, aber mindestens überdurchschnittliches Charisma hatte eine Frau. Die anderen könnte ich auch beschreiben, wenn Jethro da mal drauf schauen möchte. Ich weiß gerade auch nicht, ihr hattet ja ein Bild auf jeden Fall bekommen von diesem Ronan, ne? Aus den Akten? Ja. Dann ist der eine der Typ mit dem... Nee, aus den Akten? Nein. Nicht aus den Akten? Was ist Jethro hatte das? Auch in der Akte, in dem Portfolio, das ich erstellt habe. Ach, in dem, ja, in dem schon. Dann, ich dachte jetzt dann hast du in der Vision irgendwie in der... In der Bar diesen Schlapphut, Zigarette rauchenden Schlapphut-Typen, der ist das, auch wenn er das tief ins Gesicht gezogen hatte, kannst du erkennen, dass der Ronan. Ach guck, was mir gerade auffällt, das ist sowieso ein Zusammenhang, der sehr seltsam ist, denn der Ronan mit dem Feuer, mit dem Hotel, mit dem Riesenhaus, mit dem Feuer und seinem Namen dran, ja, den hat er, mit dem hat er Pool gespielt. In der Bar, wo wir eben Pool gespielt haben. Ich befürchte gerade, die nächste Session mit den Huntern wird ziemlich groß, wenn wir die ganzen Vampire noch mit reinholen müssen.
Was schließen wir jetzt aus alledem? Oder sollen wir erstmal wieder gucken, dass wir hier wegkommen? Also ich glaube, so langsam können wir uns ein Taxi zurückrufen, aber das Erste, was ich vermuten würde, ist, es ist schwer, einen einzelnen Vampir hier auszumachen, weil die scheinen gut vernetzt hier zu sein. Ich wollte sagen, es ist, als würden sie zusammenhängen. Und das ohne, dass irgendwie die Clan-Problematiken, von denen wir so viel gehört haben in unserer Schnellausbildung, eine große Rolle spielen oder zu spielen scheinen. Diesmal ruft jemand anders ein Taxi. Also, wir machen uns vom Acker. Ich ziehe die Tür wieder zu. Wollt ihr wieder dasselbe Unternehmen wieder nehmen? Ach, wenn es ein anderes gibt, nehmen wir auch ein anderes. Ja, wir können auch mal mit einem anderen Taxiunternehmen. Aber da können wir ja auch nach dem Bruce fragen. Könnt auch ein Uber bestellen. Das ist so. Nächsten Taxi-Stammtisch. Hey, kennt ihr noch die bescheuerten Idioten, die bei jedem Taxiunternehmen der Stadt angerufen haben und nur von Bruces gefahren werden wollten? Ach, die Idioten mit den Hoodies, ja, richtig. Super Sache. Ja, diese lange Suchroutine, die Jethro ja auch am Laufen hatte, die bringt jetzt gerade ein weiteres interessantes Suchergebnis zutage. Und zwar aus einer Quelle, die von der du gar keine Ergebnisse jetzt großartig mehr gerechnet hättest. Und zwar hat das Hunter-Netzwerk, zu dem du ja auch Zugang bekommen hast, einen Querverweis auf die gesuchte Person gefunden. Also auf den Ronan O'Connor? Nee, auf die, du hattest ja auch nach Bruce gesucht. Auf Bruce. Okay, ein Querverweis hat das Hunter-Netzwerk gefunden. Was denn für ein Querverweis? Ich gehe mal nach. Die Hunter haben wohl verdeckte, also so Stichproben gemacht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und da ist er öfters aufgetaucht. So, Mr. Warren fährt Bus, ja? Anscheinend. Der Taxifahrer fährt Bus. Das hat doch bestimmt einen Zeitstempel, wann der da aufgetaucht ist und so. Die werden da doch bestimmt Protokoll geführt haben. Genau, ist noch gar nicht so lange her. Aha, also seitdem er nicht mehr Taxi fährt, ja? Mhm. Und das in passt dieser natürlich. Stadt Bus? Bitte? Ich bin sehr überrascht, dass es in dieser Stadt sogar Busse gibt. Ja, gibt Busse, ja. Ja, genau. Also ich meine, der Kontostand zeigt ja auch, dass er sich nicht unbedingt ein Auto leiht. Vielleicht verkaufen wir ihm die alte Klapperkiste von Cyrus. So könnten wir ihn anlocken. Niemals! Um sein Schicksal zu wenden. Wohnung verloren, Auto gewonnen. Nee, ich überlege gerade wirklich, das da muss, da, na gut, ich, ja. Also schreibt ihr mir, wenn ihr da wieder wegfahrt, oder? Ja, also. Erst eine Nachricht, Jethro. Genau, nur Jethro, Fragezeichen, bis du zurückschreibst. Wir sind dann mal weg. Genau, okay, cool. Dann steige ich nämlich ins Auto und fahre tatsächlich auch nochmal da dran vorbei. Sobald ich weg bin, schreibe ich dann auch Henry nochmal, also versprochen. Jethro geht raus, wie sieht denn das aus? Naja, das sieht folgendermaßen aus. Jemand in einem dunklen Mantel mit Kapuze steigt in ein sehr unauffälliges Auto und dieses Auto fährt weg. Mhm. Und dann fährst du halt zu Cyrus und Dale und Clara rüber, oder? Ja, nee, ich fahr einfach nur an dem Trailer vorbei. Also
ich will mit denen gar nicht gesehen werden, sondern also, ich weiß ja nicht, was der Henry da, keine Ahnung, vielleicht ist er so drauf wie ich unter Kameras oder so. Auf jeden Fall fahre ich dann einfach nur, also mit Kapuze, ne, und ich habe auch so Basecap, so tief ins Gesicht, sodass man echt nicht so gut, ne, und dann fahre ich einfach nur dran vorbei, fahre einmal um den Trailer so rum, so dass ich da einmal sehen kann und dann fahre ich wieder weg und dann schreibe ich Henry, sie sind weg, du kannst wieder rauskommen. Mhm. Wir springen wieder zurück zu Cyrus, Dale und Clara, die den Trailer verlassen und auf das Taxi warten. Und ihr könnt mal einen Wits Awareness Wurf machen. Clara hat 3 Erfolge. Cyrus hat 5 Erfolge. Wow. Ist das ein Crit? Ist das sogar noch mehr? Nee, ist nur einer. Eine 10, ja. Und Dale, ja, mickrige 3. War gut. Ja, dann. Aber schon ganz nett, Dale. Schon ganz nett. Ja, Clara und Dale sind ja gleich gut da jetzt. Clara und Dale fällt gar nicht so viel auf. Das Einzige, was euch irgendwie vielleicht auffallen könnte, ist ein etwas gehobeneres Auto, was hier ein bisschen deplatziert wirkt in diesem Trailerpark. Nein, nicht das Auto von Jethro, ein anderes Auto, was halt sehr modern aussieht und halt vielleicht nicht ganz passend für die Umgebung. Fährt so an euch vorbei. Aber ihr beachtet das zunächst gar nicht mehr weiter. Während Cyrus das doch noch einen Ticken länger im Auge hat, das hält gar nicht so weit weg von euch, hinter euch, während Dale und Clara gerade so ein Stück noch weiter vorgehen, bist du stehen geblieben, hast dich umgeguckt. Und in dem Moment beginnt die Erde zu beben unter euch, ganz leicht nur, aber sie bebt. Und die Tür von dem Auto geht auf und es steigt ein sehr eigenartig, also für die Umgebung hier auf jeden Fall eigenartig gekleideter Mann auf, mit so einem Gehrockmantel und einem, also so einem Hut, der aussieht, als wäre er zumindest vor einem Jahrhundert oder so aus der Mode gekommen. Aber sonst schreitet der mit seinem Gehstock sehr elegant daher. Und das sieht Cyrus und wir aber nicht. Genau, ihr habt das Auto gesehen, das ist an euch vorbeigefahren, habt okay, komisches Auto für die Gegend. Ist ja auch schon dunkel. Ich würde in Richtung nach vorne eher reden, also so in der Lautstärke, die ich vermute, dass die vor mir hören, aber nicht laut hören, würde ich nur sagen, Leute, habt ihr das Auto gesehen? Merkt ihr das Beben? Beben? Geh mal ganz unauffällig weiter, aber schau dich mal nebenbei um die Schulter. Erst du, Dale. Der Mann wirkt übrigens ziemlich nervös. Also der schreitet zwar sehr elegant, aber er wirkt auf Cyrus, also mit 5 Erfolgen, wirst du das auf jeden Fall noch wahrnehmen können. Wirkt er sehr nervös, schaut sich vielleicht so ein paar Mal rechts und links um. Und jetzt schau du dich mal um, Clara. Ganz unauffällig. Der Mann in dem Gehrock. Mit dem Stock da. Ich glaube, der hat irgendeine Aura. Sagt die dir was? Spürst du das? Wenn Clara den jetzt in den Blick nimmt, spürt sie tatsächlich nichts. Nichts. Das ist ja komisch. Ich merke überhaupt nichts. Also außer, dass der Typ komisch ist. Also das fällt dir auch definitiv auf. Der passt hier sowas von nicht rein, aber dein Gefühl, dass du sonst hast, sagt dir nichts. Geht der Gefühl zielgerichtet auf uns zu, die ersten paar Schritte? Oder kann man da schon sagen, der kommt auf, wenn ihr jetzt so umkehrt, kommt er euch entgegen, ja. Na, erstmal gehen wir ja noch so halb unauffällig, natürlich, 2-3 Schritte Richtung. Weiter in die Richtung. Okay. Ich glaube, der will zu uns. Sollen wir warten oder wegrennen? Oder ihn umbringen? Nein, das. Ich würde sagen,
Wenn es unauffällig geht, versucht dann ein Flock aus eurem Rucksack zu kommen. Dale, kannst du an den Rucksack von Clara dran? Ich habe meine Waffe in meiner Arschtasche wie immer. Wie sieht denn das aus? Komm ich an den Rucksack? Kann ich da mal eben so rangehen? Ja. Kannst du ja mal Dexterity Stealth machen, um das heimlich zu machen, damit das keiner mitkriegt, dass du irgendwie ja, das rumtummelst? Ah, drei Erfolge. Prima. Ja, schaffst du ohne Probleme da irgendwie so mit all deiner Heimlichkeit was aus dem Rucksack rauszuziehen. Ja, und ich habe natürlich auch meine Feuerwaffe am Start, aber vor allem auch das Feuerzeug. Habe ich vielleicht auch eine Deo-Sprühdose dabei? Ich meine, wir haben ja genau definiert beim letzten Mal, was in dem Rucksack ist. Nein, ich meine, als persönliches Hygiene-Item oder so. Ich denke schon. Na dann wirst du das dabei haben, ja. Vanilla, Impuls Vanilla. Wollen wir tauschen? Ich gebe ihr einen Flock. Also ich bin total für Vorsicht und alles, aber wenn du nichts fühlst, heißt das erst einmal keine unmittelbare Gefahr, oder habe ich deine Fähigkeit falsch verstanden? Es heißt, ich kann nichts fühlen. Also mehr, ich würde das noch nicht weiter deuten. Ich würde nichts ausschließen wollen. Also bleiben wir in sicherer Distanz, lassen ihn aber auf uns zukommen und warten hier? Warum warten? Wir sind doch unterwegs und haben ein Taxi gerufen, oder? Ja, geht halt direkt auf uns zu. Ja. Dann gehen, trotzdem, wir gehen doch hier nur lang. Warum sollten wir denn jetzt auf den warten? Ist auch wieder wahr, wenn er uns dann verfolgt, bis dahin, wo wir unseren Taxistand haben oder unser Taxi hingerufen haben an der Kreuzung. Dann will er definitiv was von uns und wir sind in sowas Ähnliches wie Licht und Öffentlichkeit. Auch gut. Ja, der kommt, also der ist nicht sonderlich schnell, aber er kommt näher. Wir gehen weiter. Wenn Cyrus ihn weiter beobachtet mit seinen 5 Erfolgen, kannst du immer noch sehen, dass er sich immer noch ein bisschen hektisch umschaut, scheintweise auch. Er wirkt sehr nervös. Er wirkt so, als will er auch nicht länger hier verbringen, als er muss. Oder zumindest nicht von den Leuten gesehen werden, die er vermutet, die ihn suchen. Keine Ahnung. Kann es sein, dass er sogar auf unserer Seite ist? Dann lass uns doch mal stehen bleiben. Würde auch dafür sein mittlerweile fast, weil der geht nicht so schnell. Und gucken, ob er Hilfe braucht. Ja. In dem Moment streicht er sich nochmal seinen Gehrock ein bisschen gerade. Macht so ein bisschen mit den Schultern irgendwie. Scheint dann irgendwie sowas Ähnliches wie Ein- und Ausatmen zu machen. So ein bisschen erleichterten Gesichtsausdruck. Und geht dann ein bisschen schneller in eure Richtung. Ich mache mich innerlich darauf gespannt, jeden Moment notfalls zur Seite zu hechten, wenn jetzt so, weiß nicht, der eine Waffe zieht oder einen Feuerball wirft oder so. Die Stock sich in ein Schwert verwandelt. Genau. Ich hab ja einen Hoodie an. Ich habe vorne im Hoodie, also beide Hände in der Hoodie-Tasche, in der einen Hand das Feuerzeug und in der anderen die Deo-Sprühdose. Mhm. Ja, er kommt näher und jetzt, wenn er näher kommt, können Clara und Dale das auch erkennen, dass irgendwie, also der trägt unter diesem Hut sogar noch eine Sonnenbrille, also so auch total aus der Mode gekommene, vielleicht so eine Steampunkige, wenn ihr mit dem Begriff was anfangen könnt, Sonnenbrille. Also in der Nacht eine Sonnenbrille, ja. I wear my sunglasses at night. Na, 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 na. Ja, ich bin immer noch fürs Weitergehen. Lass unauffällig. Oh, I can keep track of visions in the night. Triggert bitte den Dreihänder nicht jetzt hier schon. Zu spät, viel zu spät. Ja, wird dann irgendwann wird er aufschließen.
Ja, das ist ja kein Ding, aber ich will bis dahin gehe ich nochmal weiter. Schließ dann auch mal einen guten Abend. Guten Abend. Einen wunderschönen und gesegneten guten Abend. Eine schöne Nacht zum Spazieren gehen, nicht wahr? Etwas kühl. Wir sind schon auf dem Nachhauseweg. Nachhauseweg von hier aus. Habt ihr einen Freund besucht? Entschuldigung, wenn ich etwas neugierig bin. Brinava, mein Name. Ah, Brinava. Ich bin Sarah. Schön, Sie kennenzulernen, Sarah. Er reicht dir so einen behandschuhten Arm. Oh, er nimmt dir sogar und macht so ganz galant so und haucht einen Handkuss auf den, verbeugt sich so nur kurz. Sehr stilvoll. Das sieht man nur noch selten. Ob die Herren wohl wissen, in welcher fantastischen Gesellschaft sie hier sind. Ich bin nicht sicher. Hier, das ist Mark, das ist Klaus. Oh, Klaus. Welch ein wunderschöner, deutsch klingender Name. Sagen Sie, Herr Brunava, Ihr Name klingt auch nicht gerade in der ersten Generation US-amerikanisch. Ich komme nicht aus diesem wunderschönen Land. Ich komme aus Rumänien. Rumänien? Welch schönes Land, über das ich viel zu wenig weiß. Na, Sie müssen es unbedingt besuchen. Was führt Sie in diese Stadt hier, wenn ich das fragen darf? Sie sehen aus wie ein Mann, der, wenn ich Ihren Kleidungsstil einfach mal betrachten darf, nicht etwas nicht in Ordnung mit meinem. Nein, ganz im Gegenteil. Sie sehen nur nicht so aus, als wären Sie in der Nähe von diesem Trailerpark hier unterwegs. Ah, ja. Irritiert ein wenig auf den ersten Blick. Mein Auto hatte leider eine Panne. Oh, Schreck. Wir haben ich dachte, zufälligerweise während mein Vater sich um das Auto kümmert, habe ich gedacht, ich genieße ein bisschen die frische Luft. Ah, wie gesagt, wir haben gerade ein Taxi gerufen, wie es der Zufall wäre. Also wenn Sie nicht auf Ihren Fahrer warten wollen, können wir Ihnen sicherlich auch anbieten, dass Sie bei uns im Taxi mitfahren können bis zu einem Platz in der Stadt, wo Sie näher an die Unterkunft sind. Nein, wir wollten doch noch Dingens abholen. Wir haben gar keinen Platz mehr. Aber wir könnten höchstens ein Stück dann. Ja, ob das wirklich hilft. Sagen Sie, Mr. Brnava, Sie haben doch ein Klaus. Unternehmen. Bitte? Sie haben doch dieses Logistikunternehmen, oder? Oh. Sie kennen mein Unternehmen. Ja, Brnava In- und Export. Genau, Sie kennen, woher kennen Sie mein Unternehmen? Es wurde mir empfohlen. Ah, zu Recht. wenn ich das so ganz bescheiden sagen darf. Mr. Klaus. Und was importieren Sie? Krimsekt? Nein. Mal dies, mal das. Ich handle mit vielem. Alles, geht's was sich gut? Lohnt. Die wirkten eben so ein bisschen beunruhigt. Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, die Autopanne hat mich etwas aus dem Konzept gebracht. Das Auto war teuer, wissen Sie nicht. Jetzt muss ich mich herumschlagen mit dem Händler. Und ich wünschte, ich hätte meinen alten Fahrer, der hätte das nicht sofort entdeckt, bevor wir losgefahren sind. Aber nein. Und haben Sie gerade Ihren Fahrer gewechselt, weil Sie meinten, Ihr alter Fahrer ist Ihr alter, neuer Fahrer gar nicht ortskundig oder kennt er den Wagen nur nicht? Mein neuerer Fahrer ist heute auch, nicht heute neu, aber relativ neu, ja. Okay. Muss ihn etwas anlernen.
Ja, wir wollen Sie jetzt aber auch nicht langweilen. Das tun Sie überhaupt nicht, Frau Sarah. Überhaupt nicht. Vor allen Dingen die Gesellschaft von Herrn Klaus ist... Was machen Sie überhaupt, Herr Klaus? Ein Deutscher wie Sie in diesem schönen Land. Also ein Europäer vom Herzen her. Und wenn Sie, Frau Sarah, sind auch, wenn ich den Akzent richtig deute, auch Europäer, nicht wahr? Und Mark klingt und sieht aus wie auch nicht jemand, der von hier kommt. 3 aus 4 Ausländer auf einer Straße, so beginnt ein guter Witz. Aber ist das nicht die herrliche Stärke der Vereinigten Staaten, dass hier alle Nationalitäten Teil dieser großen Nation sind? In der Tat ein großer Segen dieses Landes. Ich wollte mich in der Kultur des Craft-Bier-Brauens hier informieren. Das ist ja in Europa immer so eine Sache mit den Reinheitsgeboten. Und da sind die Amerikaner einfach weiter. Und deshalb dachte ich, ich mache mich schlau und nehme das Know-how mit nach Hause. Sie tauschen das gute europäische Bier gegen diese Plörre hier? Nein, ich lasse mich bereichern von neuen Aromen und Nuancen. Von welchen Aromen sprechen wir? Wir sprechen hier von amerikanischem Bier. Hopfen und verschiedene Hopfensorten und Zimmertemperatur. Und Bourbonfässer, man kann Bier in allem reifen lassen. Oh. Wenn Sie im Bierbusiness arbeiten, haben Sie ein Geschäft, was ich vielleicht kennen könnte? Ich habe schon ein paar Mal mit Biersorten gehandelt. Vielleicht kennen Sie auch mein Unternehmen daher. Es ist noch eine sehr kleine Craft-Bier-Werkstatt, fürchte ich. Ja, das ist bedauerlich. Aber aufstrebende Europäer soll man nicht unterschätzen in diesem Land. Ja, self-made man und jeder ist seines Glückes Schmied und eines Tages werden wir sicher groß rauskommen damit. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Wie sich das gehört in diesem Land. Ich habe gehört, das passiert bei jedem. Ja, jedem und Sie scheinen ja, wenn Sie einen Fahrer beschäftigen können und jetzt sogar einen zweiten Fahrer beschäftigen können, mit Ihrem Im- und Exportgeschäft auch den einen oder anderen glücklichen Erfolgsstreich gehabt zu haben. In der Tat, mein Unternehmen floriert geradezu. Ich beginne gerade zu expandieren und mich um andere Zweige zu kümmern. Ich habe in dieser Stadt zum Beispiel eine Modefirma aufgekauft. Eine Modefirma? Ich kenne mich nämlich überhaupt nicht mit Mode aus, müssen Sie wissen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, ich bin sehr beeindruckt. Hat diese Stadt ein eigenes Modelabel hier? Ein eigenes Label noch nicht. Aber Pernava Moden wird irgendwann vielleicht aus dieser Stadt kommen. Ich halte die Augen danach offen. Ja, gutes Gelingen. Ich plane eine Kollektion über indianische Ureinwohner. Stellen Sie sich moderne Kleidung vor, gemixt mit dem rohen Material dieses alten, wilden Indianertums. Gab es hier Indianer in dieser Region? Ich kenne mich hier nicht aus, wir sind ja erst relativ neu. Oh, ich habe meine Nachforschungen ergeben, dass es in der Tat Indianer hier gab. Interessant. Es ist gut, dass ich jemanden getroffen habe auf meinem Spaziergang. Sagen Sie, haben Sie vielleicht eine Karte, dass wir mit Ihnen in Verbindung bleiben können, wenn wir aufgrund unserer Craft-Brauerei oder ähnliches mit Ihnen ins Geschäft steigen möchten? Oh, natürlich gerne. Moment, warten Sie einen Augenblick. Ja, und der reicht Cyrus so eine schwarze Karte mit goldener Schrift drauf. Kommt mir sehr bekannt vor, ne? Ja, hat Cyrus Handschuhe an oder hat er keine an? Nee. Ja, dann wird er dir, wenn du die Karte halt ihm in die Hand gibst, die Karte ganz kurz nochmal zurückziehen.
Und du merkst, dass das Papier dieser Karte unglaublich scharf zu sein scheint und schneidet dich ganz kurz. Paper Cut, okay. Mhm. Ja. Oh, Verzeihung. Sofort den hier, reflexiv, bevor er sieht, ob ich blute oder nicht, wenn ich das schaffe. Mhm, ja. Mach mal Geschicklichkeit und Stealth. Wo haben wir denn das da? Und Dexterity und Kladdung. Hat er genommen. Oh, 4, ja. Yes. Mhm. Prima. Weil ich möchte mich weder verraten, noch möchte ich verraten, dass ich es nicht bin, so ungefähr, ne? Mhm. Okay. Oh, das ist gar kein Problem, danke schön. Ich drücke sofort einen Daumen dann drauf und mache die Hand in meine Tasche. Ich gebe Ihnen eine andere Karte, warten Sie. Alles gut. Ja, gib dir dann eine andere Karte. Ich gehe diesmal ganz vorsichtig. Tut mir wirklich leid, es ist... An die Mitte der Karte, von beiden Seiten, mit beiden Fingern. Das passiert mir sonst nie. Ist überhaupt nicht schlimm, gar kein Problem. Ich habe sehr dünne Haut. Ja. Ihr Taxi scheint aber auch nicht sonderlich pünktlich zu kommen. Von wo haben Sie das denn bestellt? Nein, leider nicht. Wir sind ja, wie gesagt, neu hier. Ich glaube, wir haben die erstbeste Taxinummer gewählt. Ich wüsste nicht mal, welches Unternehmen das war. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen weiter nach vorne laufen. Vielleicht warten die vorne an der Ecke. Das könnte wohl sein. Dann können wir noch ein Stück über das Feld laufen. Das ist sehr schön. Wussten Sie, dass es hier Schlangen gibt, die so groß werden können? Unglaublich. Ja. Was es in Texas alles so gibt. Ja, das heißt, Sie kommen auch nicht aus Texas. Nein, richtig. Darf ich fragen, woher genau, Mr. Mark? Aus dem wunderschönen Christchurch an der Küste. Ah, das ist aber dann doch Texas. Wie heißt das nicht? Christchurch hieß es gar nicht, sondern? Corpus Christi. Corpus Christi, was? Du kannst ihm Roy Christchurch sagen. Ja, die sagt schon die echte Stadt. Mhm. Das ist eine interessante Stadt. Das ist es in der Tat. Vor allen Dingen der Name. Wussten Sie, dass es den größten Seehafen dort gibt von ganz Texas? Ist das noch Texas, außerspielerisch jetzt? Ich dachte, es wäre nicht mehr Texas, weil es Küste war. Dann sagt er Staaten oder so. Ja, weil ich ja gesagt habe, ich komme nicht aus Texas, also ich wollte damit nicht. Ja. Ja, in der Tat, es ist ein sehr, sehr großer Hafen und es ist interessant, dass dort wirklich der Zoo auch außergewöhnliche Tiere hat. Das vermutet man gar nicht, wenn man eigentlich nur von dieser Stadt hört. Und Sie sind Freunde oder begleiten Mr. Dale auf seinem großen Auftrag nach amerikanischem Geschmack im Bier zu suchen? Oder machen Sie eigene Geschäfte hier in dieser Stadt? Ja, ich unterstütze Dale natürlich. Ich unterstütze. Dale ist unser anderer Vertragspartner. Wer ist dieser Dale? Dale ist derjenige, der gesagt hat, dass ich Mark hier unterstützen soll. Ich dachte, Sie wären Mark. Cousin. Den Dale hat Pranava gerade aus dem Hut gezaubert. Ja. Wie fies. Ich bekam auch kurz Panik deshalb. Bitte was? Ja, was? Wo, wann? Machen Sie, sind Sie? Ich soll hier ihn unterstützen dabei, dass er der großartigste Craftbrauer diesseits von der Küste wird. Und die schöne Frau ist bestimmt für die PR verantwortlich. Ja, und für die gute Laune, Witze, alles. Witze? Ich mag gute Witze. Haben Sie einen? Ja, aber tatsächlich nur einen im Moment. Ich teile mir die gut ein. Also, geht ein Mann zum Arzt mit einem Frosch auf dem Kopf, sagt der Arzt, was denn mit Ihnen passiert? Sagt der Frosch,
Ich habe mir was eingetreten. Dauert so ein paar Augenblicke, dann macht er so. Jetzt habe ich ihn verstanden. Der Frosch, verstehen Sie? Frosch, ja, Frosch. Auf der anderen Straßenseite fährt Rethro vorbei. Clara kann aber mal, jetzt wo ihr länger mit ihm zusammensteht, mal einen Test machen auf Wits und Aufmerksamkeit. Die Erfolge ist ordentlich. Moment, das sind sogar, nee, das sind mehr, das ist ein Doppel-10 gewürfelt sogar, das sind dann 4, 5, nee, das sind in, doch 4, 5, 6 Erfolge. Wow, okay. Gut. Mit 6 Erfolgen kriegst du, zwar nicht irgendwie so ein unwohles Gefühl, was du ja schon öfters mal bei den Vampiren hattest, aber was du merkst, ist, dass die Luft irgendwie so ein bisschen knistert um euch herum. So, als wärt ihr elektrostatisch aufgeladen oder so. Okay. Ich glaube, ich drücke mal den Notfallknopf an dem Handy unauffällig. Den J-Knopf? Ja. Den J-Knopf. und versuche, eine Standleitung irgendwie herzustellen. Mhm. Ja, Jethro während dem Fahren. Oder wie? Boah, also ich vermute, dass, ich weiß, ich kenne die Rechtslage in den USA nicht, ich vermute aber sowieso, dass jetzt gerade keine Polizei unbedingt Leute mit Handy anhält. Ich glaube, der Sheriff hat andere Probleme. Yep. Ganz offensichtlich, und zwar mit Sachbeschädigung. ja, ich dann gucke ich so drauf und höre, also da Clara ja, also die drückt quasi so, dass das jetzt alles aufgenommen wird, was ihr redet, oder wie? Genau, also ich rufe, also so der Anruf steht, ich muss aber nichts gedrückt halten, ich kann das bei mir in der Jacke haben und du kannst aber mithören. Mhm. Ja. Was höre ich denn da? Also ich höre da ja, die Clara letzten, reden. Erstmal dieses Lachen, dann so dieses der Frosch. Genau, mehr gar nicht, aber du bist jetzt eingeschaltet sozusagen. Und ich versuche unauffällig Dale und Cyrus irgendwie Zeichen zu geben. In welche Richtung Zeichen? Oder sagen, ich habe das Gefühl, ich kriege irgendwie eine Migräne. Zeit, dass wir nach Hause kommen. Nein, ich hoffe, es ist nicht die Migräne. Migräne. Die gute Dame bekommt Kopfschmerzen. Ich glaube, wir sollten. Oh, das ist. Leiden Sie da öfters drunter? Ich hätte ein gutes rumänisches Hausmittel dagegen. Danke, ist ganz, ganz selten. Ich habe auch Medikamente daheim. Ich muss dann nur jetzt schnell los. Aber ich hoffe, es sind nicht die gleichen Formen von Migräne, die du heute Morgen, gestern Abend hattest. Die waren ja richtig schlimm. Ja, doch. Es fühlt sich schon sehr ähnlich an. Hm. Vielleicht ist da was im Anflug bei mir. Aber nicht, dass du am Ende wieder so einen Brand hast. oder könnte das auch sein? Das könnte bestimmt, auch sein. Bestimmt nach amerikanischem Bier. Oh nein. Ja, was macht Dale mit dem Hinweis von Clara?
Jetzt geht's los. Ich glaube, wir sollten dann tatsächlich. Ja. Ja? Ich glaube, unser Taxi kommt bald. Ich gucke mich so ein bisschen um. Wie sieht denn das hier so mit Deckung oder so aus? Wüste, also. Wüste, also es ist wirklich Feldwüste und. Sieht man irgendwo ein Auto? Ja, das ganz da hinten von Penava. So, und das von Jethro? Das weißt du ja erstens nicht, dass es das Jethro-Auto ist und das ist irgendwann schon längst an euch vorbeigefahren. Der ist ja nur einmal im Block und dann. Ja, das ist eine gute Idee. Mr. Penava, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, wir begegnen uns hier nicht ganz zufällig. Was wollen Sie von uns? Ich würde gerne mal Intimidation würfeln. Mach das. Mit Manipulation? Manipulation. Jethro so, gut, ich war nicht dabei. Ich fahre weiter. Ja, das ist ja auch mit den Kopfschmerzen und so, das weißt du ja noch. Wie habe ich denn gewürfelt? 4 Erfolge hast du gewürfelt. Von wie viel Würfeln noch? Von 5. Ja, dann kann man das doch mal so stehen lassen. Ja. Ja, er zuckt so ein bisschen zurück. Habe ich irgendetwas Falsches gesagt, Mr. Herr Klaus? Es wirkt fast so, als wollten Sie mich bedrohen. Einfach so aus heiterem Himmel, dabei haben wir gerade so ein gutes Gespräch über Frösche gehalten. Der Frosch! Und was soll das bedeuten, nicht auf einer Augenhöhe? Sicher sind Sie einen Kopf größer als ich, aber das heißt das etwas in Ihrem Land? Deutsche sind immer etwas größer, glaube ich. Blaue Augen. Blond. Ich fahre mir durch den Bürstenhaarschnitt. Haben Sie uns gesucht? Wieso sollte ich? Das möchte ich ja von Ihnen wissen. Wieso werden Sie gesucht von irgendwem sonst? Das ist es ja. Nein. Also ich vermute, wenn wir Ihren Fahrer fragen würden, würde der eine andere Geschichte erzählen, warum Sie zufällig hier in der Nähe von dem Trailerpark gelandet sind. Ich glaube, das ist es, was mein Begleiter sagen möchte. Sie können ihn gerne fragen gehen. Warten Sie, ich hole ihn eben. Nein, bleiben Sie doch bei uns. Wir unterhalten uns gerade so schön. Ich fühle mich leicht eingeschüchtert von Klaus. Nun, den Eindruck macht er, weil er Deutscher ist. Ich verstehe. Also war das keine Drohung? Nein, ganz im Gegenteil. Wir wollen nur noch mal sicherstellen, warum Sie ausgerechnet hier geparkt haben und warum Sie ausgerechnet zielstrebig auf uns zugehen, wobei hier an dieser Landstraße weit und breit nichts ist. Wie ich sagte, mein Wagen hat eine Panne und ich vertrete mir die Beine, während mein unfähiger Fahrer versucht, die Panne auszumerzen.
Also ich kaufe Ihnen die Geschichte irgendwie nicht ab und ich glaube, Sie haben auch uns die Geschichte nicht abgekauft, dass wir nur Bierbrauer sind. Sind Sie nicht? Nein, wir machen auch in Whisky. Das wollte ich auch gerade sagen. Sonst hätte ich doch nicht von Bourbon angefangen. Also ich bin hier nur wegen der Luft. Glauben Sie mir, ich würde Sie niemals anlügen. In meinem Land sind Lügen ein Zeichen von schlechter Etikette. Ich habe Sie angelogen. Ich glaube Ihnen nämlich nicht, dass Sie mir die Visitenkarte gegeben haben, ohne zu gucken, ob ich blute, wenn Sie meinen Finger schneiden oder nicht. Ich weiß nicht, warum, aber Sie haben es versucht, meinen Finger zu schneiden. Warum? Nein, habe ich nicht. No, ich habe mich doch entschuldigt, dass ich Sie geschnitten habe. Ja, das haben Sie. Hm? Aber das ist auch das Mindeste, wenn Sie mich versuchen zu verletzen, oder? Natürlich. Warum haben Sie also versucht, mich zu verletzen? Das habe ich nicht versucht. Es ist ein Ungeschick. Nein. Das glaube ich nicht. Mensch, das ist ja eine elektrisierende Stimmung hier. Was unterstellen Sie mir hier? Also langsam wird es mir echt unangenehm. Ich glaube, ich sollte zurückkehren. Wollen Sie nicht noch sehen, ob mein Finger blutet oder nicht, den ich die ganze Zeit in meiner Tasche habe? Interessiert es Sie nicht doch brennend? Nein. Ton. Wo du brennend sagst. Er schaut so. Sind Sie Raucher? Ja. Mal eine Zigarette an. Eine schlechte Angewohnheit, das ist schlecht für Ihre Lungen. Poste so den Rauch so ganz knapp über ihn weg. Ich glaube, ich sollte wieder gehen. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg bei dem Aufsammeln Ihres Kollegen und mit dem Bierbrauen oder Whiskybrauen, was auch immer Sie tun. Und Miss Sarah, halten Sie gute Acht auf Ihre Männer. Sollen wir sie noch zum Wagen begleiten und ihren Fahrer vielleicht unter die Arme greifen, dass das schneller geht? Wenn Sie sich mit Autos auskennen, gerne. Vielleicht finden wir das Problem zu viert leichter als Ihr Fahrer alleine. Vermutlich, er ist nichts. Naja, ich sagte bereits, dass er nicht sonderlich fähig ist. Dann wäre ich dafür, dass wir ihn begleiten. Gut, dann geht ihr zu dem Auto zurück und ihr seht so einen etwas jüngeren Mann mit so einem adretten Anzug, wie so ein typisches Chauffeurs-Outfit, wie der versucht, gerade einen Plattenreifen zu wechseln. Ich habe Hilfe geholt. Schönen guten Abend. Abend. Was scheint denn hier das Problem zu sein? Der Reifen. Gerade geplatzt? Mhm. Ich guck mal, ob ich den alten sehe. Ja, siehst den alten. Sieht der zerfetzt aus? Zerfetzt nicht, aber platt. Okay. Ja, hier in der Ecke liegt auch alles Mögliche auf den Straßen rum. Vielleicht ein Opossum oder so. Ja. Oder eine Schlange. Es wäre äußerst ungut, wenn du auch noch ein Leben beendet hättest mit deinem ungekonnten Fahrstil. Aber ich sehe ja, der Reifen ist da drauf. Würden Sie Mr. Markus ihm vielleicht zur Hand gehen? Oder Klaus? Klaus sieht etwas stärker aus, vielleicht könnt ihr ihn. Ja. Ich stelle mal meinen Rucksack ab, weil ich so husten musste
ohne dass jemand reingucken kann und hole mir mal meine Flasche Wasser und lass den Rucksack bei meinen Füßen offen stehen. Mhm. Ja, ich versuche dann mal ihm beim Wagenheben zu helfen und so. Ja, dann wechselt ihr den Reifen zu Ende. Hervorragend. Siehst du, so macht man das. Alles muss man denen auch beibringen. Vielen, vielen Dank, Mr. Klaus und Markus und Frau Sarah. War mir eine Ehre, Ihre Bekanntschaft zu machen. Vielleicht sieht man sich ein andermal. Ich habe ja Ihre Karte. Das ist korrekt. Würde mich über einen Anruf freuen. Wenn ich Whiskyfässer suche, melde ich mich bei Ihnen. Vielleicht können Sie ja welche hierher transportieren. Das lässt sich bestimmt einrichten. Ja, wunderbar. Ja, und dann steigt er in das Auto hinten ein und die beiden fahren los. Irgendwann kommt auch euer Taxi. Leute, ich glaube, wir müssen dringend an unserer Kommunikation arbeiten. Ich glaube auch. Was heißt Kopfschmerzen? Heißt das feuerfrei oder heißt das nicht feuerfrei? Aber auch kurz. Das ist die Frage zwischen what und so what. Haben wir das nicht gerade im Internet gelernt? Das ist auch wieder wahr. Okay, also um das mal zu überschreiben, der ist auch einer von denen. Also um das nochmal zusammenzufassen, also diese typischen Kopfschmerzen hattest du nicht, es ging nur um dieses Kribbeln. Ja, genau, es war so ein Knistern in der Luft, es war anders, aber wie soll ich euch das denn sagen? Wenn ich dich frage, ob es die gleichen Kopfschmerzen sind wie gestern Abend, die sehr schlimm waren und du sagst, ja, denke ich, es sind die gleichen Kopfschmerzen. Wenn dich jemand fragt, ob du ein Gott bist. Wenn ich dir sage, es sind nicht die gleichen, denkst du, oh, Clara hat Kopfschmerzen, dann gehen wir wohl nach Hause. Ich muss dir doch sagen, ähnlich, aber nicht ganz so schlimm. Trotzdem, es ging ja nicht um Kopfschmerzen, aber es ist ja, was okay. Komisch. Die Luft hat geknistert. Ja. Jethro hört das alles mit, ne? Ja. Also das war Herr Pranava, von dem wir schon die Visitenkarte aus der Wohnung von Bruce gefunden haben. Aus der anderen Wohnung von Bruce. Hm. Ja, und das Erdbeben ja auch mal nicht vergessen hier. Ja. Ach, das ist doch vollkommen normal. Das war der Platten. Nein, natürlich war das nicht normal. Immer, wenn man... Oh Gott, war das furchtbar. Der hätte uns bestimmt auch töten können, ey. Ja, die Frage ist in der Tat allerdings, erstens, wie ist er darauf aufmerksam geworden, dass wir hier sind? Zweitens, wie aufwendig ist das denn zu inszenieren, einen Platten wirklich zu haben und einen Fahrer, der den gerade wechselt? Und drittens, was hat er wirklich versucht? Er hat versucht, mich zu schneiden. Ich glaube, ich war schnell genug, als dass er nicht bemerkt hat, ob ich blute oder nicht. Vielleicht kann er es riechen, ich weiß es nicht. Aber was hat er damit versucht herauszufinden, weil er nicht die Karten hat fallen lassen wollen? Oder dümmste Möglichkeit von allen, es war wirklich Zufall, er hatte einen platten Reifen und wir hätten ihn einfach erledigen können. Ja, ist auch im Bereich des Denkbaren. Jetzt kommt tatsächlich mal eine Antwort von Jethro. Wenn ihr das nächste Mal die Chance habt, jemanden Verdächtigen zu erschießen in der Wüste, wo es keine Zeugen gibt, tut das doch einfach. Ja, ich glaube, der Übergang von netter Unterhaltung zu Niederschießen ist uns noch nicht so ganz in Fleisch und Blut übergegangen. Ja, doch äußerst freundlich. Eskalationsstufen sind doch egal. Ja, in der Tat, Wir alle sind mittlerweile in einem anderen Business als noch vor einem halben Jahr. Wir müssen damit rechnen, dass wir
schneller ziehen, um mal in der Westernsprache von Texas zu bleiben, als unser Gegenüber. Und schneller ziehen heißt manchmal auch ziehen, bevor der andere überhaupt auch nur eine Waffe zeigt. Amen. Can I get an Amen? Amen! Also nicht nächstes Jahr in Jerusalem, sondern nächstes Mal den Vampir killen. Also ich sag mal, auf der Habenseite haben wir jetzt gelernt, dass wir da wirklich in unseren Außenaktivitäten vielleicht offensiver umgehen sollen. Weil was ist unser Auftrag, wenn nicht das? Wenn du dir fast sicher bist, dass er irgendetwas ist, sei es Vampir oder was auch immer, aber nicht Mensch, brauchen wir ganz klare Codes, die sagen, wir alle sind an einer Seite und ziehen an einem Strang und ja, feuerfrei, Flock raus, umwerfen, Flock in Herz, anzünden. Also Code wäre sowas wie, was meint ihr, soll ich eine Zigarette anzünden? Wenn das nächste Mal ich kann mir wenige Gespräche vorstellen, wo man das einbauen kann. Aber Wortspiele mit brennend, mit Feuer, mit flammende Kopfschmerzen, die hatten wir ja in dem Gespräch drin. Wir müssen uns nur einig sein, dass die auch wirklich das bedeuten, was du denkst, dass die bedeuten. Ja, aber ihr könnt euch auch das Reden sparen. Also Nachricht, ihr könnt euch auch das Reden sparen und einfach abdrücken. Ja, wir müssen uns halt einig sein, dass sobald einer reagiert, die anderen beiden auf jeden Fall den Rücken haben, ne? Hm. Ja, spielen wir das doch mal durch. Was wäre denn gewesen, wenn ich mich zurück hätte fallen lassen und ihn von hinten durchs Herz geschossen hätte? So, was dann? Hätte das was genutzt? Hätte es nur verlangsamt? Hätten wir dann den richtig fiesen Kampf gehabt? Was wäre denn dann? Also meiner Erfahrung nach kann ich dir sagen, wenn es nur Pistolenkugeln sind, ganz normale, kannst du damit ungefähr ein ganzes Magazin in ein Gesicht entleeren, ohne dass es irgendwas tut. Ob da das Herz wirklich einen ganz anderen Wert hat, vermutlich schon, wegen des Pflockes. Aber ich kann dir nur sagen, ein Pflock penetriert einen ganzen Oberkörper, eine Kugel vielleicht bei diesen Wesen nicht. Ja, also ich weiß nicht, ob ich so stark genug bin, so aus den Stand, ne, Flock bis ins Herz. Eine Geschichte, die mir mein Leben gerettet hat, ist nicht meine Bewegung und meine Stärke und meine Kraft, sondern die Kraft, mit der ein anderes Wesen in mich reingesprungen ist und ich habe rechtzeitig den Flock in die richtige Richtung gehalten. Und ich dachte schon, die Kraft Gottes. Wahrscheinlich auch die, aber ich glaube, die hat nur interveniert, dadurch, dass dieses Wesen genauso gesprungen ist, wie es gesprungen ist. Und obendrein ist meine Motorhaube seitdem kaputt. Ja, aber jetzt wisst ihr dieses Geheimnis von mir. Zeit auf Manöver und Zeit auf Codes verwenden. Okay. Aber gut, wenn wir jetzt zu Jethro zurückgehen. Ja. Wenn wir jetzt zu Jethro zurückgehen, sollten wir erst einmal durchsprechen, was ich gesehen habe, dass ihr alle auf einer Seite mit mir seid und wir alle auf einem Stand sind. Und dann müssten wir nochmal vielleicht auch mit Jethro ausführlicher über unsere Sicherheiten reden, falls wir wieder erwarten, schieflegen. Ja. So, und wir müssen jetzt... Vielleicht kann er ja noch mehr über den netten Herrn herausfinden. Ja, und wir müssen... Das ist jetzt jemand, der kennt uns alle drei, und zwar zusammen. Ja. Aber er denkt, dass ich Mark heiße oder Markus. Das heiße ich gar nicht. Ich weiß, das schafft ungeahnte Vorteile, oder? Ich würde sie ungefähr 5 Minuten aufhalten. Maximal. Egal, ist ein Prinzip. Aber ne, wir haben gelernt, die sind alle miteinander eng verbandelt. Wir sind jetzt so relativ am Arsch, ist mein Tipp. Na, Pranava haben wir zumindest nicht, also habe ich zumindest nicht mit den anderen gesehen. Pranava hat eine Karte bei Bruce irgendwie gehabt, aber jetzt hat er auch eine Karte bei mir. Ja, wir haben sie nicht zusammen gesehen, aber das ist eine kleine Stadt.
und hier kennt man sich. Und wir jagen nicht einen spezifisch, wir sind eine Bedrohung für alle. Da könnte man sich untereinander absprechen. Wäre mein Tipp. Wenn wir Glück haben, spielen die sich gegeneinander aus. I don't know. Woher weiß ich nicht. Mit Blick auf die Uhr kürzen wir kurz mal den Rest des Gesprächs ein bisschen ab. Wir haben jetzt schon ein bisschen überzogen. Wenn ihr zu Hause zurückkommt, findet Jethro auf seinem Search laufenden Suchparameter eine weitere Meldung für eine Kontobelastung von Bruce. Und zwar eine Motelabrechnung. Und dem Motel, in dem auch Clara und Dale untergekommen waren. Dann wissen wir ja, wo es steht. Und ich finde, damit können wir dann heute auch schließen. Und ist ja genug passiert heute. Und wir hatten alle sehr viel Spaß. Und der Chat, denke ich, auch. Ja. Oh Mann. Ja, Kako. Ich glaube, das nächste Mal spielst du mit, Kako. Verdammte Technik, ja. Hättest du mal auf die Camarilla gehört. Das nächste Mal hört sich sehr nach Feuer an. Flamme an. Irgendwann muss Dale ja auch noch mal seine Sachen rauskramen können. Ja. Ja, gut. Wir sehen uns dann hoffentlich, wenn alles klappt, irgendwie in 2 Wochen wieder mit der nächsten Runde von hier. Von unseren Huntern, Blood and Sand, immer schön genau einen Tag nach den Vampiren. Das passt immer eigentlich ziemlich gut, weil wir sind ja, glaube ich, auch so grob auf einem Zeitstrang unterwegs. Und freut mich auch, dass die Vampirspieler auch immer im Chat herumhängen und mitschwitzen, ob sie erkannt oder nicht erkannt, welche Spuren Jethro jetzt wieder von ihnen auftut. sehr cool. Und auch ihr, sehr, sehr cool, dass ihr das mitmacht mit dem ganzen Zeug, dass ich euch in meine Sandbox reinschmeißen kann und mit den alten NPCs konfrontiere, die ich jetzt schon seit einem Jahr hab und von euch jetzt nochmal ganz anders wahrgenommen werden als vorher von den anderen. Ja, ich hoffe, das macht euch auch ein bisschen Spaß. Gut. Auf jeden Fall. Ja, ihr noch irgendwas zu sagen zur Runde heute? Hat total Spaß gemacht. Nächstes Mal bringen wir alles und jeden um. Okay. Jetzt habt ihr einen Punkt, wo ihr hin könnt, ja. Ja, das Netzseil steht hier. Ja. Ja, Jethro hat euch heute vor Henry gerettet, denke ich mal. Und die alte Dame war auch heute ein Highlight, fand ich. Aber die ist eigentlich immer, wenn sie auftaucht, ein Highlight. Ja, und wenn ihr nicht genug kriegen könnt von Rollenspiel, über mir ist die ganze Zeit die Adresse vom Nordpol-Forum. Da findet ihr einen Eventkalender auf der Startseite. Da könnt ihr jeden Tag, heute waren es, glaube ich, 6 oder 4 oder 6, ich weiß nicht genau. Also jede Menge Rollenspiel-Streams, nicht nur dieser hier, sondern auch auf anderen Kanälen. Unterschiedlichste Systeme, nicht nur Hunter oder Vampire, sondern auch irgendwie Fantasy- oder Sci-Fi-Sachen. Und ich habe gehört, es gibt demnächst auf dem Kanal von Pölle etwas Neues anzuschauen. Oh ja, wir haben nämlich die Charakter- und Kampagnenerstellung abgeschlossen. Es wird der Sprawl gespielt auf meinem Kanal am 8.5. Und wir begeben uns nach Nordengland. Die Zukunft wird ein bisschen was parat haben. Im Jahr 2053 sieht es ein bisschen anders aus als jetzt dort. Und ich bin schon mal gespannt, was die Spieler dort mit mir erleben werden. Jo, auf dem YouTube-Kanal von Pölle. Ich kann auch mal kurz... Falsche Kommando. Mist. So, jetzt habe ich das richtige Kommando erwischt. Da findet ihr den Pölle.
Falls ihr den demnächst mal stalken wollt wegen der Sprawl. Und außerdem gibt es eine äußerst hervorragende DSA-Kampagne auf seinem Kanal zu sehen. Genau. Ja, Jova und The Impossible Girl haben noch keinen YouTube-Kanal, glaube ich. Vielleicht kommt das irgendwann nochmal. Vielleicht, mal sehen. Seid ihr eigentlich online jetzt zu sehen inzwischen? Als ja. Predigerinnen und Prediger? Also die Kirchengemeinde ist online und ja. Genau, also mit Andachten oder Predigten auch noch nicht, aber Ostergrüßen und so. Genau. Kleine Sachen. Ja, also wenn ihr da Interesse habt, das irgendwie zu gucken, dann meldet euch doch auch irgendwie mal bei mir oder bei unter dem Video an einer anderen Frage, dann antworten die euch bestimmt. Oder wollt ihr jetzt hier schon Werbung machen? Ja, kann ich auch. Also bitte. Kirchengemeinde Bennigsen oder Kirche Bennigsen oder Kirche Lüdersen bei YouTube suchen. Da findet ihr ein erstes Video und da geht es dann auch demnächst weiter. So die Hoffnung. Ja. Mal gucken, zu was man auch so kommt. Bisschen Gemeinde-Content einfach. Genau. Von, ja. Vielleicht nicht so den klischeehaften Pfarrern, die man irgendwie sonst immer so mitbekommt. Ja. Ich bemühe mich zumindest. Ich glaub, keiner von euch ist Klischee-Pfarrer, glaube ich. Vermute ich stark. Yeah. Aber wir arbeiten schwer daran, dass wir das Klischee, also dass ihr das Klischee werdet und die anderen nicht mehr klischeemäßig seid. Genau. Ja, und der Dreihänder, der hat auch einen YouTube-Kanal, auf dem illustre Dinge in letzter Zeit vonstatten gehen. Er hat eine Challenge ausgerufen, die ich mit meinen 5 Accounts locker bestehen konnte. Und ja, jetzt muss er singen. Regelmäßig. Ja, fängt an mit Let It Go. Wie könnte man es anders sich wünschen? Aber es kommen auch noch andere Lieder. Es kommen noch Eye of the Tiger. Da freue ich mich am meisten drauf. Ja, ihr könnt euch auf seinem Kanal... Und Jova hat sich auch ein Lied gewünscht. Das kommt auch noch vor. Und dazu gibt es Andachten. Ihr könnt euch auf seinem Kanal auch Lieder wünschen, bestimmt. Also Fear of the Dark hat er schon gesungen. Das ist sehr episch, das Video. Also kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr dringend mal irgendwo ein Video angucken wollt, wo alle, die zugucken, denken, was macht ihr da? Dann seid ihr auf diesem Kanal gut. Dann passt jedes einzelne Video hoffentlich auf meinem Kanal. Genau. Ansonsten spielt er Indie, vor allen Dingen Indie-Spiele und erklärt ganz viel über unseren Glauben und macht das hervorragend. Und natürlich Filmrezensionen, nicht zu vergessen. Natürlich nur von den allerbesten Filmen, die jemals irgendein Filmstudio verlassen haben. Alles, was gut ist und im Bereich Trash und Christentum irgendwo anzusiedeln ist. Ja, ich sage nur Velocipastor. Wie heißt das? Velocipastor? Bester Film aller Zeiten. Was ist das? Ein Pastor, der sich in einen Velociraptor verwandeln kann oder so, ne? Ja, und der kämpft gegen christliche Ninjas. Das ist ganz wichtig. Genau. Also warum, wogegen auch sonst? Das ist völlig logisch. Ja. Den Film will ich unbedingt noch sehen, sagt der Impala. Ja, dann mach das doch mal. Kannst dir aber auch zuerst noch die Rezi angucken. Vielleicht. Und einen Daumen hoch hinterlassen. Genau. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Vielen Dank fürs Mitmachen. Werbung haben wir gemacht und wir sehen uns dann hoffentlich in 2 Wochen alle gesund wieder. Bleibt ihr da draußen bitte auch gesund und macht nichts, was nicht verantwortbar ist, auch wenn es erlaubt ist. Versucht euch zurückzuhalten, wascht euch die Hände und so. Nehmt Rücksicht, genau. Und bis zum nächsten Mal. Carpe Noctem, genau. Gute Nacht. Oh. Ade.